Das Automobil von Gustav Meyrink. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Automobil von Gustav Meyrink. Sie erinnern sich wohl gar nicht mehr, Herr Professor. Zimt ist mein Name. Tarquinius Zimt. Vor wenigen Jahren noch war ich Ihr Schüler in Physik und Mathematik. Der Gelehrte drehte die Visitenkarte unschlüssig hin und her und heuchelte verlegen eine Miene des Wiedererkennens. Und da ich gerade durch Greifswald komme, wollte ich die Gelegenheit, Ihnen einen Besuch abstatten zu können, nicht versäumen. Einige Minuten verstrichen in peinlichem Stillschweigen. »Ahem, nicht versäumen?« Missbilligend musterte der Professor den Lederanzug des jungen Mannes. »Sie sind wohl Walfischfänger?« fragte er mit leisem Spott und tippte seinem Besucher auf den Ärmel. »Nein, Automobilist. Ich selbst habe die bekannte Automobilmarke Zimt.« »Also Schauspieler«, unterbrach ungeduldig der Gelehrte. »Aber weshalb haben Sie dann früher Physik und Mathematik studiert?« »Wohl umgesattelt, junger Freund, umgesattelt. Nun sehen Sie.« »Aber keineswegs, Herr Professor, keineswegs. Im Gegenteil, sozusagen im Gegenteil. Ich bin Konstrukteur von Automobilen, von Motoren, von Benzinmotoren, Ingenieur.« »Ah, Sie stellen die Fantasiebilder für die Kinematographen zusammen. Ich verstehe. Aber das kann man doch nicht Ingenieur nennen.« »Nein, nein, ich baue selber Automobile. Oder Kraftfahrzeuge, wenn Ihnen dieses Wort lieber ist. Wir verkaufen jährlich bereits...« »Ich darf beide Namen, mein lieber Herr Zimt, Automobil und Kraftfahrzeug nicht gelten lassen. Denn weder kann so eine Maschine sich vom Fleck fortbewegen, diese Bedeutung soll doch wohl im Worte Automobil liegen, noch ist aus demselben Grund der Ausdruck Fahrzeug zulässig«, sagte der Gelehrte. »Wie meinen Sie das, kann sich nicht vom Fleck fortbewegen? Vielleicht nur noch 10 Jahre und wir werden überhaupt kein anderes Landfuhrwerk mehr benutzen. Fabrik um Fabrik wächst aus dem Boden, und wenn es auch vielleicht in Greifswald noch kein Automobil gibt, so...« »Sie sind ein Phantast, junger Mann, und verlieren den Boden der Wirklichkeit unter den Füßen. Frönen Sie wohl gar dem Spiritismus? In der Tat wohl das bedauerlichste Zeichen unserer Zeit. Immer wieder das Gespenst des Perpetuum mobile unerfreulicherweise sein hässliches Haupt erheben sehen zu müssen. Rein als ob die Lehrsätze der Physik gar nicht existierten. Traurig, fürwahr sehr traurig. Und auch Sie, obschon noch vor wenigen Jahren mein Schüler, konnten den klaren, besonnenen Weg unserer Wissenschaft verleugnen, um den schwülen Fieberfantasien roher, gedankenloser Empirie nachzujagen. Nun ja, mag wohl das heutige Treiben der Großstadt erschlaffend auf die Denkkraft unserer Jugend wirken, aber bis zum krassen Aberglauben, bis zur Wahnidee, man könnte mittels Benzinmotoren einen Wagen von der Stelle bewegen, ist denn doch ein gewaltiger Schritt. So sollte man wenigstens glauben.« Und erregt putzte der Gelehrte seine Brillengläser. Tarquinius Zimt war fassungslos. »Aber um Gottes Willen, Herr Professor, Sie werden doch nicht die Existenz der Motorwagen leugnen wollen. Heute, wo bereits viele Tausende im Verkehr sind, wo jeder Monat eine Neuerung brachte. Ich selber bin doch mit meinem Automobil, einem 50 pferdekräftigen Zimt, den ich selber konstruiert und erbaut habe, von Florenz hierher gefahren. Wenn Sie einen Blick aus dem Fenster werfen wollen, können Sie es vor dem Haustor stehen sehen. Um Gottes Willen, ich sage nur um Gottes Willen.« »Junger Freund, omnia mea mecum porto,
wie der Lateiner so vortrefflich sagt. Ich sehe keinen zureichenden Grund, aus dem Fenster zu blicken. Und weshalb auch? Trage ich doch den alles umfassenden mathematischen Verstand stets in mir, dem schwankenden Boden der Sinneswahrnehmungen sich anvertrauen. Sagt mir nicht mehr als die Sinne je vermögen, die schlichte Formel, die jedes unmündige Schulkind begreift, gewiß sind sie ihrer noch aus der Studienzeit froh eingedenk, die Formel m gleich μ mal Integral pdf y ist gleich m μ r Quadrat mal Integral 0 bis phi ist gleich 2 phi pr mal Sinus phi 0 geteilt durch phi 0 plus Sinus 0 mal Cosinus phi 0 und so weiter. Nun sehen Sie. Das hilft nun aber alles nichts, antwortete gereizt der Ingenieur. Denn ich selber bin mit meinem Automobil von Florenz bis Greifswald, bis vor Ihr Haus gefahren. Und wenn selbst die zitierte Formel nicht wäre, fuhr der Gelehrte unbeirrt fort, deren Ergebnis hinsichtlich des sogenannten zylindrischen Zapfens gewiss das noch günstigst zulässige ist, indem die mit der Verminderung des Umschlingungsbogens der Lagerschale verknüpfte Steigerung der Flächenpressung nicht auf eine Erhöhung von μ hinwirkt und, insoweit sie überhaupt zulässig erscheint, den Aufwand zur Überwindung der Reibung bei F0 größer Pi halbe verringert, gäbe es noch eine Reihe wirksamer Einwürfe, deren jeder einzelne die reine Möglichkeit denkbaren Gelingens. Aber um Gottes Willen, Herr Professor! Pardon, die reine Möglichkeit denkbaren Gelingens in überaus in die Augen springender Weise entkräften müssten, so könnte es, um laienhaft zu sprechen, beispielsweise in den Bereich mechanischer Möglichkeit gelegt werden, der durch die schnell aufeinanderfolgende Benzin-Gas-Gemischexplosion in den Zylindern A, B, C, D stets anwachsende beträchtliche Erhitzung und hierdurch resultierende Ausdehnung und wiederum hieraus sich ergebende Anpressung an die Zylinderwände bis zur Unbeweglichkeit des metallischen Kolbenmaterials anders als durch immerwährende großmengige Zufuhr behufs ausreichender Kühlung stets neu zu beschaffender Wasserquantitäten, was wiederum angesichts des verkehrten Verhältnisses des Gewichtes zum Krafteffekt des Motors das Resultat des Versuches im negativen Sinne klar zutage treten lässt, vorzubeugen. Fassen wir ferner: »Ich bin von Florenz bis Greifswald gefahren«, warf verbissen der andere ein. Fassen wir ferner unter Zugrundelegung der Formel P gleich Klammer auf N 30 Klammer zu zum Quadrat mal R Klammer auf Cosinus Phi plus minus R durch E mal Cosinus 2 Phi Klammer zu mal Klammer auf G 1 plus G 2 Klammer zu plus Klammer auf N 30 Klammer zu zum Quadrat mal R G 3 mal Cosinus Phi ins Auge, dass durch Erzitterung und sonstige der Unruhe des Ganges nachteilige Schwingungen infolge ihrer eigenartigen zur Wachrufung von Massenkräften unliebsame Veranlassung gebenden Bewegung von Maschinenteilen in diesen, seien sie auch elastisch, fortgesetzte Formveränderung vor sich gehen müssen, so ergibt sich: »Ich bin aber doch von Florenz bis Greifswald gefahren.« Formveränderung vor sich gehen müssen, so ergibt sich: »Ich bin aber von Florenz bis Greifswald gefahren.« Der Gelehrte warf einen verweisenden Blick über seine Brille auf den Sprecher. »Es könnte mich nichts hindern, gestützt auf zwingende mathematische Formeln, meinem Zweifel in Ihrer Aussage mit direkten Worten Ausdruck zu verleihen. Doch ziehe ich es vor, nach Art der alten Griechen, lieber alles Verletzende zu vermeiden und will bloß, wie schon Parmenides, hervorheben, dass es dem Weisen nicht zukommt, seinen eigenen Sinnen, geschweige denn denen eines Fremden, irgendwelche Beweiskraft einzuräumen.« Tarquinius Zimt dachte einen Augenblick nach. Dann griff er in die Tasche und reichte dem Professor schweigend einige Fotografien. Dieser betrachtete sie nur flüchtig und sagte: »Nun, und Sie glauben, junger Freund, durch derlei Lichtbilder von scheinbar in Fahrt befindlichen Automobilen,
die Gesetze der Mechanik in Misskredit bringen zu können? Ich erinnere mich nur der Ähnlichkeit der Fälle wegen an die Abbildungen animistischer Phänomene von Crookes, Lombroso, Oschorowski, Mendelejew. Wie genau versteht man heutzutage solche Fotografien durch allerlei Kunstgriffe hinsichtlich des wahren Tatbestandes täuschend zu gestalten? Im Übrigen, wusste nicht schon Heraklit, dass nach den Gesetzen der Logik ein abgeschossener Pfeil auf jedem mathematischen Punkt seiner Flugbahn sich in vollkommener Ruhe befindet? Nun, sehen Sie, und mehr als das, im übertragenen Sinne, könnte auch im besten Fall Ihr Lichtbild nicht beweisen. In den Augen des Ingenieurs glomm eine tückische Freude. Gewiß werden Sie mir als Ihrem ehemaligen, Sie so sehr bewundernden Schüler, hochgeehrter Herr Professor, die Bitte aber nicht abschlagen, sagte er mit heuchlerischer Miene, mein vor Ihrem Haus stehendes Automobil wenigstens anzusehen? Der Gelehrte nickte gütig, und beide begaben sich auf die Straße. Eine Menge Zuschauer umstand den Wagen. Tarquinius Zimt zwinkerte dem Chauffeur zu. »Ignaz, der Herr Professor möchte unser Automobil besichtigen. Zeigen Sie doch mal die Maschine.« Der Mechaniker, in der Meinung, es handle sich um einen Verkauf des Wagens, begann eine Lobeshymne. 150 Kilometer können wir mit unserem Zimt machen, und von Florenz bisher haben wir nicht einmal einen einzigen Defekt gehabt. Wir fahren...« »Lassen Sie das nur, guter Mann«, wehrte der Professor überlegt lächelnd ab. Der Chauffeur klappte die Haube des Motors auf, dass die Maschine frei lag, und erklärte die Bestandteile. »Wie bringen Sie, Herr Professor«, fragte Tarquinius Zimt mit verhaltenem Spott, »eigentlich die Tatsache, dass heute von den Fabriken Daimler, Benz, Dürrkopp, Opel, Brassier, Panhard, Fiat und so weiter tausender solcher Wagen gebaut werden, mit ihrer Behauptung, die Maschinen könnten unmöglich funktionieren, in Einklang. Übrigens, Ignaz, lassen Sie den Motor angehen.« »In Einklang? Junger Freund, ich bin lediglich Fachgelehrter. Und so interessant die Lösung dieser Frage einem Psychologen dünken mag, so wenig, ich muss es gestehen, liegt es mir zu wissen am Herzen, aus welchen Gründen wohl diese Fabriken solch anscheinend müßiger Beschäftigung frönen mögen.« Das Schwirren des leerlaufenden Motors unterbrach die Rede des Professors. Die Menschenmenge wich einen Schritt zurück. Tarquinius Zimt grinste. »Also, Sie glauben noch immer nicht, dass der Wagen fahren wird, Herr Professor. Ich brauchte nur, diesen Hebel anzuziehen. Die Kupplung setzt ein und das Automobil saust mit 150 Kilometer Geschwindigkeit dahin.« Der Gelehrte lächelte mild. »Oh, Sie jugendlicher Schwärmer! Nichts dergleichen kann sich ereignen. Unter dem Druck der Explosion, die Festigkeit der Kupplung vorausgesetzt, werden vielmehr augenblicklich die Zylinder A, B und D springen. Mutmaßlich bleibt hingegen der Zylinder C unversehrt, nach der Formel. Nach der Formel, wie lautet sie noch? Nach der Formel... »Los«, jauchzte Zimt, »los, fahren Sie los, Ignaz!« Der Chauffeur legte den Hebel an. »Da, ein lauter, dreifacher Knall.« Und die Maschine stand still. Tumult. Ignaz springt aus dem Wagen. Lange Untersuchung. Da, die Zylinder 1, 2 und 4 sind geborsten. Geborsten in einer Weise, wie niemals Zylinder und wenn Nitroglycerin in ihnen gewesen wäre, bersten können. Mit glanzlosem Blick starrt der Professor ins Weite. Seine Lippen bewegen sich murmelnd. »Warten Sie, nach der Formel...« Zimt fasst ihn am Arm und schüttelt ihn. Er weint fast vor Wut. »Es ist unerhört, unglaublich. Seit es ein Automobil gibt, ist so etwas noch nicht vorgekommen. Es ist hirnverbrannt, zum Verstand verlieren.
Ich telegrafiere sofort um Ersatzzylinder. Das geht so nicht. Sie müssen sich mit eigenen Augen hier überzeugen. Sie müssen!« Ärgerlich reißt sich der Gelehrte los. »Junger Mann, das geht zu weit. Sie vergessen sich. Glauben Sie wirklich, ich hätte Zeit übrig, Ihren kindischen Versuchen zum zweiten Mal beizuwohnen? Sind Sie denn noch immer nicht überzeugt? Danken Sie lieber Ihrem Schöpfer, dass es nicht Ärger ausfiel. Maschinen lassen nicht mit sich spaßen. Nun sehen Sie.« Und er eilte ins Haus. Noch einmal dreht er sich im Tor um. Er hebt abweisend den Finger und ruft zürnend zurück: »Sunt pueri pueri, pueri puerilla tractant.« Ende von »Das Automobil« von Gustav Meyrink, gelesen von Hokus Pokus. Der Buchweizen von Hans Christian Andersen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Robert Steiner. Der Buchweizen von Hans Christian Andersen. Wenn man nach einem Gewitter an einem Buchweizenfelde vorübergeht, nimmt man oft wahr, dass es schwarz und wie versenkt aussieht. Es ist gerade, als ob eine Feuerflamme über dasselbe hinweggegangen wäre, und der Landmann sagt dann: »Das hat der Buchweizen vom Blitzstrahl bekommen.« Aber weshalb hat er das bekommen? Ich will erzählen, was mir der Sperling gesagt hat, und der Sperling hat es von einer alten Weide, die neben einem Buchweizenfelde stand und noch daselbst steht. Es ist eine gar ehrwürdige hohe Weide, sie neigt sich vornüber und die Zweige hängen auf die Erde hinunter, wie wenn sie grünes, langes Haar vorstellten. Auf allen Feldern ringsumher wuchs Korn, Roggen, Gerste und Hafer. Oh, der köstliche Hafer, wenn er reif ist, nimmt er sich wie eine ganze Menge kleiner gelber Kanarienvögel auf einem Zweige aus. Das Korn versprach einen reichen Erntesegen, und je schwerer es war, desto tiefer neigte es sich in frommer Demut. Aber da war auch ein Buchweizenfeld, und dies lag der alten Weide gerade gegenüber. Dem Buchweizen fiel es nicht ein, sich wie das andere Korn zu neigen. Er trug den Kopf hoch und stand stolz und steif da. »Ich bin wohl ebenso reich wie die Ähre«, sagte er, »und bin überdies weit hübscher. Kennst du jemand, der sich prächtiger ausnimmt als ich und die meinigen, du alte Weide?« Und die Weide nickte mit dem Kopf, als wollte sie sagen: »Freilich kenne ich welche.« Plötzlich zog sich ein entsetzliches Unwetter zusammen. Alle Feldblumen falteten ihre Blätter oder neigten ihre feinen Köpfe hernieder, während der Sturm über sie dahinfuhr. Nur der Buchweizen brüstete sich in seinem Stolze. »Neige dein Haupt wie wir«, sagten die Blumen. »Das habe ich gar nicht nötig«, versetzte der Buchweizen. »Neige dein Haupt wie wir«, rief das Korn. »Jetzt kommt der Sturmengel geflogen. Er hat Flügel, die von den Wolken bis zur Erde herunterreichen. Er zerschlägt dich, ehe du ihn um Gnade anflehen kannst.« »Ich will mich aber nicht neigen«, sagte der Buchweizen. »Schließe deine Blüten und neige deine Blätter«, ermahnte auch die alte Weide. »Sieh nicht in den Blitz, wenn die Wolke bricht. Selbst die Menschen dürfen das nicht, denn in dem Blitze kann man bis in Gottes Himmel hineinschauen. Doch vermag dieser Anblick sogar die Menschen zu blenden. Was würde da nicht erst uns, den Gewächsen der Erde, geschehen, wagten wir es, die wir doch weit geringer sind?« »Weit geringer«, entgegnete der Buchweizen. »Nun will ich erst gerade in Gottes Himmel sehen.« Und er tat es in seinem Übermute und Stolz. Es war, als wenn die ganze Welt in Flammen stände, so blitzte es. Als sich das Unwetter verzogen hatte, standen die Blumen und das Korn in der stillen, reinen Luft vom Regen erfrischt da, aber der Buchweizen war vom Blitz kohlschwarz gebrannt. Er war nun ein totes, nutzloses Gewächs. Der alte Weidenbaum bewegte seine Zweige, und Wassertropfen träufelten von seinen Blättern gerade wie Tränen, und die Sperlinge fragten: »Weshalb weinst du? Hier ist es ja wunderbar erquickend. Sieh, wie die Sonne leuchtet und die Wolken eilen. Weshalb weinst du, alte Weide?« Und die Weide erzählte von dem Stolze und dem Übermute und von der Strafe des Buchweizens. Denn die Strafe folgt immer. Die Sperlinge haben mir die Geschichte erzählt.
als ich sie eines Abends um ein Märchen bat. Ende von Der Buchweizen, gelesen von Robert Steiner. Der dämonische Otto von Klabund. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Der dämonische Otto aus Kunterbunter Gang des Abendlandes von Klabund. Otto war so dämonisch, dass es rein zum Verzweifeln war mit ihm. Er trug einen Fransenbart wie Dostojewski. Sein atropinbeträufeltes Auge stürzte Männer und Frauen in lähmende Verwirrung. Ja, als er einst in ein Restaurant trat und den Blick rings umschweifen ließ, wie der Cowboy den Lasso schwenkt, ehe er ihn wirft, ließen sämtliche Kellner vor Schreck die Schüsseln fallen. Geistreiche und körperarme Frauen fielen auf ihn wie in einen tiefen Brunnen herein und mussten erst nach dem Fall bestürzt erkennen, dass sie auf einer leeren Sandwüste gelandet. Der dämonische Otto war ein gelehriger Schüler des Sprenglermeisters. Er glaubte an den Untergang des Abendlandes wie der liebe Gott einst an die Schöpfung. Noch sind wir Steine auf Steinen, aber der kommende Tag wird uns erlösen. Der dämonische Otto war ein Feind von nichts und alles sagenden Phrasen. Die Zukunft Europas, so lächelte er verführerisch zu Lilli hinüber und hob ein Glas, in dem ein französischer Sekt leise knisterte, wird von den proletarischen Grundtendenzen abhängen, von denen die Zukunft Europas abhängt. Otto verbreitete sich in fortgerückter Stunde noch über Magie und Rosenkreuzer. Er sprach von der ewigen Ampel seines Herzens, als er das elektrische Licht abknipste. »Ich werde«, so schrie er die verdutzte Lilli an, »Seele in deine Tricks schmettern!« Wenn Otto alleine schlief, so schlief er aus religiösen Gründen in einer Badewanne, durch die ständig Rosenwasser floss, seine Aura zu reinigen. Aber die Läuse auf seinem Kopf entfernte er nicht, da er sich für eine Reinkarnation des heiligen Makarios hielt, der bekanntlich das Schutzpatronat der Läuse, Flöhe und Wanzen übernommen hatte. Als der dämonische Otto in einem öffentlichen Vortrage die heilige Dreieinigkeit mit der Dreigliederung der sozialen Frage verwechselte, begann sich die Polizei für ihn zu interessieren und lieferte ihn wegen Gotteslästerung in ein Irrenhaus. Eine besondere Änderung seiner Lebensführung trat nicht ein. Er schlief weiter in einer Badewanne, der üblichen Schlafstätte der Tobsuchtskranken. Nur die Läuse wurden ihm genommen. Denn der Irrenwächter, Puffke, zeigte auch nicht den geringsten Respekt vor ihm. Seine Obhut waren 33 Götter, 7 Religionsstifter und 5 Kaiser anvertraut. Wie konnte ihm da der dämonische Otto imponieren? Lachhaft. Ende von Der dämonische Otto. Indianergedanken von Oskar Panizza. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Indianergedanken von Oskar Panizza. Nehmet wahr die Raben, sie säen nicht, sie ernten auch nicht, und euer himmlischer Vater ernähret sie doch. Lukas 12,24. Wer in den letzten 5 oder 6 Jahren in einer der größten Städte des Kontinents seinen Aufenthalt hatte oder gelegentlich dort verweilte, erinnert sich vielleicht noch einer farbigen Truppe, die unter der Aufsicht eines weißen Unternehmers von Ort zu Ort zog, ihre Zelte aufschlug, in einem abgeschlossenen Raum ihre Künste, Kriegstänze und sonstige absonderliche Gewohnheiten vorführte und unter denen ein geschlossenes Kontingent von etwa 50 bis 60 Indianern des Sioux- und Cheyenne-Stamms das Hauptinteresse des Publikums herausforderte. Als junger Arzt in einer großen Stadt Mitteldeutschlands ansässig, hatte ich damals, um Beschäftigung zu erhalten,
gegen eine gewisse Pauschale die Verpflichtung übernommen, allen durchziehenden Gesellschaften, Zirkustruppen, Angestellten bei Menagerien, Varietégesellschaften und dergleichen, die alle auf den Platz und das Etablissement eines und desselben Besitzers angewiesen waren, kostenlos die erste ärztliche Hülfe angedeihen zu lassen. Dieser Fall trat nun auch bei den Indianern ein, die, aus einem wärmeren Klima kommend und mit einer feineren, auf den direkten Kontakt mit der Luft angewiesenen Haut ausgestattet, unter den ungewohnten Kleidern und in unserem rauen Klima den mannigfachsten Erkältungen ausgesetzt waren. Während meiner Besuche, die sich auf das Verordnen allgemein diätischer Maßregeln beschränkte, lernte ich auch den Häuptling kennen, der, nicht wissend, dass ich für meine geringen Dienste bereits belohnt sei, in jeder Hinsicht mir seinen überströmenden Dank bezeigte, mich in manche Feinheiten ihrer Sitten und Sprachen einweihte und mit dem ich zuletzt in ein förmlich freundschaftliches Verhältnis trat. Soweit war dies gut. Eines Tages saß ich zu Hause, als meine Aufwärterin hereinkam und mir mitteilte, draußen auf der Gasse treibe sich ein sonderbar aufgeputzter Mensch umher, begleitet von einer Schar neugieriger Schuljungen, und schiene etwas zu suchen. Ich öffnete das Fenster. Es war mein Freund der Häuptling. Er war überglücklich, als er mich sah. Ich bat ihn, hereinzukommen. Er hatte mich aufsuchen wollen. Meine Wohnung, in der es nach meiner Berechnung manches für ihn Wichtige und Interessante zu sehen gegeben, reizte übrigens zu meiner Verwunderung nicht im Mindesten seine Neugierde. Er hatte immer nur seinen Blick freundlich, aber fest auf mich gerichtet. Eine Zigarre, die ich ihm anbot, lehnte er ab, ebenso eine Tasse Kaffee, die ich ihm machen lassen wollte. Ein Stückchen Kautabak, von dem ich die Hälfte abbrach und in meinen Mund steckte, nahm er an. Mit Mühe vermochte ich ihn, sich auf mein Sofa niederzulassen. Er stand sofort wieder auf und gab durch einen Seufzer seine Verlegenheit und Unzufriedenheit kund. Er wollte sich dann auf den Boden niederlassen, bis ich einen gewöhnlichen, hölzernen Küchenstuhl hereinbrachte. Den akzeptierte er. Der Häuptling war in voller Kriegsrüstung. Auf dem Kopf den bekannten, mit starren Federn besetzten Kranz, dessen Enden auf die Schultern niederflossen. In den Ohren zwei große, goldene Spangen. Die nackten Körperteile mit einer Art pompejanisches Rot prachtvoll bemalt. Im Hüftgürtel, der ein kurzes, eng anliegendes Beinkleid zusammenhielt, ein kostbar gearbeiteter Tomahawk. Der ganze Mann noch einmal eingehüllt in eine dunkelblaue, mandelartige Hülle, die aber kein indianisches Kleidungsstück, sondern eine Art Reisekleid und Schutz gegen die Unbilden des europäischen Klimas war. Der Häuptling hatte jenen misanthropischen Zug in dem hageren Gesicht, der die meisten seiner Stammesgenossen auszeichnete und der auf eine, ich möchte sagen, jahrhundertelang genährte und organisch gewordene Unzufriedenheit und Verbitterung des Gemütes hinweist. Er starrte mich lange und penetrierend an, wie ich es von ihm nicht gewohnt war. Er sprach etwas Englisch, und so war die Möglichkeit der Verständigung gegeben. Ich vermied es, ihn auf kalt europäische Weise zu fragen, was ihn zu mir führe. Und so stockte die Unterhaltung für längere Zeit. Endlich, nachdem er geraume Weile seine zwitterhaft glänzenden Augen wie spitze Pfeile auf mir hatte ruhen lassen, begann er in dem ruhigen, freundlichen Ton, den ich an ihm gewohnt war. »Doktor, du hast mit deiner Geheimkunst meine Leute wieder zufrieden gemacht, und der große Geist, den ich gebeten habe, wird sein Auge auf dir ruhen lassen.« »Das ist nicht der Mühe wert«, meinte ich. »Durch Wärme und gute Nahrung wären sie sowieso gesund geworden.« »Aber, Doktor, diese Leute sind es nicht allein. Unser ganzer Stamm ist krank.« »Wieso?«, fragte ich verwundert. »Was ist passiert?« »Unser Stamm ist krank und will sterben«, wiederholte der Indianer mit unverbrüchlicher Ruhe,
als wäre es der einfachste Gedanke der Welt. »Warum wollt ihr sterben?« frug ich in tiefster Teilnahme. »Doktor«, sagte der Häuptling, »dein Auge gefällt mir. Es ist ein See der Wahrheit. Du wirst nicht lügen. Nenne mir deine Geheimkunst, und der große Geist wird sein Auge auf dir ruhen lassen.« »Was soll ich dir sagen? Was wollt ihr von mir wissen?« »Die Sioux und die Cheyenne und die Arapaho und Dakota wollen sterben.« »Und warum?« »Weil wir nicht leben können.« »Und warum?« »Weil die toten Gesichter um uns herum uns erwürgen und uns mit den Feuerschlünden zusammenschießen wie Büffel.« »Wer sind das, die toten Gesichter?« »Die Pferdsleute um uns herum mit den dicken Knochen und der Lügenspur im Angesicht.« »Um euch herum wohnen doch die Amerikaner.« »Ja, die Pferdsleute.« »Und deshalb wollt ihr sterben?« frug ich verwundert und nicht wenig erschrocken im Innern über den grauenhaften Gedankengang des Indianers. Der Häuptling saß mir gegenüber, vollständig ruhig und ohne jede Erregung, als wäre dieser Gedanke seit Jahren nach allen Seiten von ihm erwogen worden, als wäre diese Frage eine immer wiederkehrende Erörterung in den Versammlungen seines Stamms. »Was meinst du zu Brandy, Doktor?« nahm der Indianer wieder das Wort. »Die Sioux trinken gerne das Feuerwasser der Pferdsleute?« »Ja, was wollt ihr mit dem Brandy?« frug ich erwartungsvoll. »Wir könnten alle unsere Tierfelle, die wir noch haben, gegen Feuerwasser eintauschen und alle unsere Leute berauschen und, wenn sie wie tot daliegen, ihnen die Hälse abschneiden.« »Das wäre ja eine fürchterliche Metzelei.« »Ja, aber wir wären schön gestorben.« »Wie viel seid ihr da drüben?« »Die Sioux sind 5000, Männer und Weiber.« »Und wie viele Kinder habt ihr?« »Wir haben keine Kinder.« »Was?« rief ich erstaunt. »Es müssen doch Kinder da sein.« »Doktor, nein, es sind keine Kinder da. Seit 10 Jahren ersticken wir sie.« »Mein Gott«, rief ich, »wie grässlich! So habt ihr euer Zerstörungswerk schon begonnen?« Der Indianer schien mich nicht zu verstehen und meine Verwunderung für gegenstandslos zu halten, wenigstens gab er mir keine Antwort. Erst nach längerer Pause, wie mir schien, des Selbstbesinnens, sagte er, »Doktor, was hast du gegen Brandy?« »Ich habe nichts gegen den Brandy«, sagte ich halb gleichgültig. »Ich finde es nur scheußlich, ein ganzes Volk so hinzumorden. Aber wenn ihr es nun doch vorhabt, so finde ich es grässlich, durch Schnaps zu sterben.« »Ja, Doktor«, antwortete der Alte, der diesmal aufmerksam zugehört hatte. »Du hast recht. Der Brandy ist ein schlechtes Wasser. Er macht so gemeine Grimassen, wie die der Pferdsleute.« »Wie wer?« warf ich dazwischen. »Wie die Pferdsleute«, betonte der Alte nachdrücklicher und ergänzte sich dann noch mit, »wie die Totengesichter mit den dicken Knochen, die um unsere Jagdgründe wohnen.« »Wie die Amerikaner, willst du sagen?« frug ich noch. »Ja«, ergänzte der Häuptling fast schläfrig, »wie die Amerikaner.« »Nein, Doktor, der Brandy ist nichts. Auch würde der große Geist uns zürnen, wenn wir in seine Jagdgründe kämen. Doktor, nenn mir ein anderes Mittel aus deiner Geheimschachtel.« »Mein lieber Freund«, sagte ich, das furchtbare Vorhaben des Indianers zwängte mir unwillkürlich das vertrauliche Du auf die Lippen. »Ein solches Vorhaben ist nie an mich gestellt worden. Unser Arzneischatz hat zwar starke Gifte, aber wir teilen sie in kleine und kleinste Gaben und verdünnen sie mit viel Flüssigkeit, weil wir Segen und Heilung damit bewirken wollen. Übrigens«, fuhr ich nach einigem Besinnen weiter, »habt ihr ja selbst tödlich wirkende Kräuter. Ihr habt ja das Pfeilgift. Doktor,
fiel der Indianer mir langsam und schlau blinzelnd ins Wort. »Du hast keinen so scharfsinnigen Gott wie wir. Der große Geist kennt das Gift unserer Pfeile. Er würde es riechen, und wir kämen nicht in die ewigen Jagdgründe.« »Doktor, nenn mir ein anderes Mittel aus deiner Geheimschachtel, und du sollst einstmals neben mir deine Pfeile in den leuchtenden Jagdgründen des großen Geistes abschießen. Warum paktiert ihr nicht mit den Amerikanern, mit den Pferdsleuten, wie ihr sie nennt?« versuchte ich dem Gedankengang des unheimlich gleichgültigen Indianers eine andere Richtung zu geben. »Grenzt euer Gebiet ab. Es ist ja noch so viel Platz da drüben.« »Doktor, spricht auch der Hirsch mit dem Jäger über die Bedingungen des Lebenbleibens?« Dann, nach einer Pause, »Nein, Doktor, wir müssen sterben. Aber weil wir keine Hirsche sind, sondern doch jedenfalls Sioux und Cheyenne und Dakota sind, wollen wir sterben. Wir wollen wie flinkfüßige Hirsche den Pferdsleuten zuvorkommen und schneller sterben, als es ihnen lieb ist.« »Der Plan ist teuflisch, der Plan ist infernal«, rief ich voll Entsetzen. »Welches Scheusal unter euch hat diesen fürchterlichen Plan ausgeheckt?« »Doktor«, fuhr der Häuptling fort, indem er das Letzte entweder überhört hatte oder nicht würdigen wollte, »was hältst du vom Tabak?« »Ich halte nichts vom Tabak«, erwiderte ich unmutig. »Der Tabak ist ein langsames Gift. Er umwirbelt euren Geist. Er täuscht euch, aber er tötet euch nicht.« »Und er macht die Menschen im Innern so schmutzig«, ergänzte der rotfärbige Schlaukopf, der diesmal scharf aufgepasst hatte. »Auch würden die Weiber den scharfen Saft spüren, Verdacht schöpfen und zu kreischen anfangen. Unsere Weiber wissen nichts. Ihre Seele ist zu klein.« »Nein, Doktor, aber ich habe gehört, die Schachtel des weisen Medizinmannes hat Gift von denen, was in einen hohlen Zahn hineingeht, genügt, Tausende zu ermorden. Und man riecht nichts und schmeckt nichts, und es färbt sich nichts. Alles bleibt inwendig wie auswendig. Doktor, zeige dein Herz so rein, wie dein Aug ist, und hilf deinem Freund, den großen Geist betrügen.« »Berühmter Häuptling«, entgegnete ich, »was du hier von unseren Giften behauptet hast, ist nicht so wörtlich zu nehmen. Vielleicht hat es einer von den Unsern einmal ausgerechnet, aber so viel Gift bereiten wir nicht im Voraus, weil wir nicht Tausende hinmorden. Der tausendste Teil dessen, was unter einen Fingernagel hinuntergeht, hat schon heilkräftige Wirkung. Woher den Zentner Gift auf einmal herholen, um die drei Stämme zu vernichten?« Der Häuptling schaute mich mit den pfeilspitzen Blicken seines zugekniffenen Auges an. Alles, was ich hervorgebracht hatte, war nicht ganz wahr. Vielleicht gibt es in unserem Gesicht eine feine Reaktion der Unwahrheit, welche diese fremden Völker erkennen und welche eintritt, wenn sie mit dem Griffel ihres stahlgrauen Auges die Probe machen. Ich fühlte, der Häuptling wisse, dass ich Ausflüchte suchte. Als er aber meine Verlegenheit merkte und dass ich mich durchschaut fühlte, schonte er mich und schaute weg. »Wir Sioux und Cheyenne«, fügte er dann nach längerem Besinnen hinzu, »sind doch noch zu sehr Menschen. Wären wir Tiere? Dem Tier verhüllt man das Auge und treibt ihm einen Stachel durch das Hirn. Aber die Sioux sind doch noch Menschen. Welches Unglück, zwischen den Pferdsleuten und den Tieren in der Mitte stehen zu bleiben.« Dann, nach einer längeren Pause, »wir könnten auf allen Vieren im Wald herumlaufen, uns Hörner aufsetzen, wie die Hirsche bellen und uns zusammenschießen lassen. Aber schließlich würden die Pferdsleute dahinter kommen, sich enttäuscht von unseren blutenden Körpern zurückziehen, und wir müssten hilflos im Wald verrecken. Häuptling,
entgegnete ich, »deine Fantasie ist schrecklich. Was du vorhast, ist das Unerhörteste in der Geschichte der Völker. Und wie du es vorhast, ist eine Grausamkeit, die an Wahnsinn grenzt. Wenn ihr partout sterben wollt, warum ergreift ihr nicht die Waffen und stürzt euch geschmückt und bemalt mit wildem Kriegsgeschrei auf eure Feinde, vernichtend und niedermetzelnd, was sich euch in den Weg stellt, und zuletzt der Übermacht erliegend? Wäre das nicht der schönste Tod für den Krieger?« »Doktor«, entgegnete mit großer Schläfrigkeit der Indianer, »warum grundlos so viel Blut vergießen? Wir haben unsere Skalpe. Jeder Sioux muss so viele Skalpe genommen haben, als er Finger hat. Seit 40 Jahren haben wir gesammelt. Die Stärkeren haben für die Schwächeren gearbeitet. Die Skalpe unserer Feinde liegen getrocknet tief im Wald aufgehäuft, und die Blassgesichter haben auf der Reise in die Ewigkeit ihre nackten Schädel dem großen Geist vorgezeigt. Er hat sie gezählt, und den Sioux steht offen der Weg zu den großen Jagdgründen. Warum jetzt noch schmutziges Blut vergießen? Nein, Doktor, du kennst nicht das Gefühl der Sioux und Dakota. Wir sind wie ein verwundetes Tier, das weiß, dass es sterben muss und sich tief im Gebüsch verkriechen möchte, um das dumme, unreinliche Geschäft allein und unentdeckt zu vollbringen. Aber ein tiefer, alter Gedanke will uns immer wieder hindern und uns daran erinnern, dass wir mehr wie Tiere sind. Nach längerem Besinnen, unser Fleisch soll sehr gut schmecken. »Was meinst du, Häuptling?« entgegnete ich. »Habt ihr gutes Wild und reiche Jagdreviere?« »Nein, unser Fleisch soll gut schmecken.« »Wessen Fleisch? Euer Fleisch? Ihr seid keine Menschenfresser.« »Oh nein, der Sioux müsste ausspeien. Aber wir könnten unsere jungen Mädchen und Jünglinge sehr sorgfältig braten und mit Kräutern und Lorbeer geschmückt den Pferdsleuten überschicken. Unser Fleisch gilt höher als das des Ebers, und die anderen würden sich inzwischen im tiefsten Wald aufhängen, und die Blassgesichter würden erkennen, unsere Religion erlaubt uns, großmütiger zu sein als ihr an einem Balken aufgehängter toter Gott.« In diesem Augenblick wurde der rote, kriegsgeschmückte Mann vor mir auf dem Holzstuhl von heftigem Zittern und Schluchzen befallen. Er reckte und dehnte die mageren Arme vor sich zwischen den Knien und verbarg das verrunzelte, wie in einem Krampfanfall zusammengekniffene Gesicht gegen die Brust hin. War es ein Raptus des Schmerzes oder die indianische Weise zu weinen? Keine Träne stahl sich über sein Gesicht, aber gleich darauf sprang er plötzlich mit einem einzigen Satz, mit einem Schrei in die Höhe, als sei er von einem schrecklichen Gedanken erlöst worden, wobei ich zu meinem höchsten Erstaunen bemerkte, dass er den funkelnden Tomahawk in der hoch emporgehaltenen Rechten hielt. »Doktor«, sagte der Häuptling, »der große Geist hat sein Auge auf dich gerichtet und deinen Weg behütet.« Dann wurde der Alte wieder sehr ruhig und still, setzte sich wieder auf einen Moment hin, sah mich mit einer freien, fast freudigen Miene an, musterte jetzt erst mit einiger Neugier mein Zimmer, brach dann seinen Besuch ab und empfahl sich zuletzt mit derselben Freundlichkeit und Ehrerbietung, mit der er mich immer in seinem Lager ausgezeichnet hatte, und mit den englisch gesprochenen Worten: »Well, Doctor, we shall see about all that when we have coming home.« »Nun, Doktor, wir werden über dem allen ins Reine kommen, wenn wir erst wieder zu Hause sind.« Ende von Indianergedanken, gelesen von Hokus Pokus. G.
Guy de Maupassant, der Lummenfelsen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Der Lummenfelsen von Guy de Maupassant. Jetzt ist die Strichzeit der Lummen, eine Gattung Tauchervögel. Vom April bis Ende Mai, ehe die Pariser Badegäste ankommen, erscheinen plötzlich in Etretat ein paar alte Herren in hohen Stiefeln und Jagdanzügen. Sie bringen 4 oder 5 Tage im Hotel Auville zu, verschwinden wieder, kommen 3 Wochen später abermals und gehen dann nach kurzem Aufenthalt endgültig davon. In jedem Frühjahr erblickt man sie von Neuem. Das sind die letzten Lummenjäger, die von der alten Garde noch übrig sind. Denn einst war es eine Anzahl von etwa 20 fanatischen Liebhabern, so vor 30 oder 40 Jahren, jetzt sind es nur ein paar ganz vereinzelte, engagierte Schützen. Die Lumme ist ein sehr seltener Zugvogel. Er hält sich fast das ganze Jahr an den Gestaden der Neuen Welt, auf den Inseln Saint-Pierre und Miquelon auf, aber in der Balzzeit überfliegt eine ganze Anzahl den Ozean und jährlich kommen sie immer nach demselben Ort, um bei Etretat Eier zu legen und zu brüten an den sogenannten Lummenfelsen. Die Tiere gibt es nur dort, nirgends sonst. Sie sind immer gekommen, man hat sie immer geschossen und sie kommen immer wieder und werden immer wieder kommen. Sobald die Jungen flügge sind, ziehen sie davon und verschwinden bis zum nächsten Jahr. Warum gehen sie nie anderwärts? Warum suchen sie keinen anderen Punkt dieser langen weißen Küste auf, die überall dieselbe ist von Calais bis Havre? Welche Gewalt, welch unwiderstehlicher Instinkt, welche jahrhundertelange Gewohnheit bringt diese Vögel dazu, immer an diesen Punkt zurückzukehren? Welcher erste Auswandererflug, welcher Sturm vielleicht hat einst ihre Urväter an diesen Fels verschlagen? Warum sind die Kinder, die Onkel, alle Nachkommen der Ersten hierher zurückgekehrt? Zahlreich sind sie nicht, höchstens 100 Stück, als ob eine einzige Familie aus Tradition diese jährliche Reise machte. Und jedes Frühjahr, sobald die kleine Zugvögelschar auf den Fels eingekehrt ist, erscheinen dieselben Jäger im Dorf. Man hat sie einst noch als junge Leute gekannt, heute sind sie alt, aber sie bleiben dem regelmäßigen Stelldichein, das sie sich seit 30 oder 40 Jahren gaben, treu. Um nichts in der Welt würden sie fehlen. An einem Mondscheinabend des April in einem der letzten Jahre waren eben 3 der alten Jäger angekommen. Nur einer, Herr von Arnell, fehlte. Er hatte niemandem geschrieben und nichts von sich hören lassen, und doch war er nicht gestorben etwa, wie so viele andere, das hätte man gewusst. Endlich setzten sich die ersten Ankömmlinge, des Wartens müde, zu Tisch. Das Essen war beinahe zu Ende, als ein Wagen in den Hof des Wirtshauses rollte, und bald trat der Spätling ein. Er setzte sich, rieb sich die Hände, aß mit großem Appetit, und da einer seiner Freunde sich wunderte, dass er im schwarzen Gehrock war, antwortete er ganz ruhig: »Ich hatte keine Zeit mehr, mich umzuziehen.« Bald nach Tisch ging man zu Bett, denn um die Vögel zu erwischen, muss man vor Tagesanbruch aufstehen. Nichts ist so köstlich wie diese Jagd, diese Frühpirsche. Gegen 3 Uhr wecken Matrosen die Jäger, indem sie Sand an die Fenster werfen. In wenigen Minuten sind sie angezogen und kommen herab. Obgleich die Dämmerung noch nicht angebrochen ist, sind doch die Sterne schon etwas verblasst, das Meer braust auf den Steinen am Ufer, es weht eine frische Brise, dass man ein wenig fröstelt, trotz der dicken Anzüge. Bald rutschen die beiden Barken, von den Männern geschoben, auf dem mit runden Kieseln bedeckten Strande hinab in einem Ton, als würde Leinwand zerfetzt. Dann wiegen sie sich auf den ersten Wellen, das braune Segel wird gehisst, bläht sich ein wenig, flattert, füllt sich dann, und leicht trägt es uns davon zum großen Tor, das man unbestimmt in der Dämmerung sieht. Der Himmel hält sich auf, die Dämmerung scheint zu schmelzen, die Küste, der lange weiße Klippenstrich, gerade aufgebaut wie eine Mauer, ist wie von einem Schleier bedeckt. Man fährt durch ein Tor, so groß, dass ein Seeschiff hindurch könnte, biegt um das Kap Courtine, und dann sieht man das Tal von Artifée und das Kap gleichen Namens vor sich, und plötzlich gewahrt man einen Strand, auf dem Hunderte von Möwen hocken, und da ist der Lummenfelsen. Er ist nichts weiter als eine Erhöhung im Klippenrand, und auf dem schmalen Felsspitzen erscheinen jetzt die Köpfe der Vögel, die nach den Booten herüberschauen.
Sie sitzen unbeweglich da und warten und wagen noch nicht davon zu fliegen. Ein paar, die ganz vorn hocken, sehen aus, als säßen sie auf ihrem Hinterteil wie Frösche, denn sie haben so kurze Füße, dass, wenn sie gehen, es aussieht, als rollten sie auf Rollen. Um davon zu fliegen, müssen sie, da sie sich nicht abstoßen können, sich von der Höhe wie Steine herabfallen lassen, beinahe bis zu den Menschen, die auf sie lauern. Sie kennen ihre Schwäche und die Gefahr, die ihnen daraus erwächst, und wagen daher nicht, schnell zu entfliehen. Aber die Matrosen beginnen zu schreien, und die Vögel voller Angst stürzen sich einer nach dem anderen in die Luft hinaus, dass sie fast die Wogen unten berühren. Dann fliehen sie mit schnellen Flügelschlägen in die Ferne, wenn sie nicht vorher ein Bleihagel ins Wasser wirft. Eine Stunde lang werden sie so geschossen, und man zwingt einen nach dem anderen aufzufliegen. Manchmal gehen die Weibchen, die auf den Nestern sitzen und eifrig brüten, nicht davon und bekommen ganze Ladungen ab. Dass der weiße Fels sich mit roten Blutstropfen färbt, während das Tier sein Leben aushaucht, ohne die Eier zu verlassen. Am ersten Tage jagte Herr von Arnell mit seiner gewöhnlichen Leidenschaft. Dann, als man gegen 10 Uhr zurückfuhr im strahlenden Glanz der Sonne, die durch die weißen Felsen der zerrissenen Küste schien, war er ein wenig nachdenklich und träumte ab und zu, ganz gegen seine Gewohnheit. Sobald man wieder zu Haus war, kam ein Mann, der wie ein Diener aussah, ganz in Schwarz gekleidet und sprach leise mit ihm. Er schien nachzudenken, zu zögern, dann antwortete er, »Nein, morgen.« Und am nächsten Tage begann wieder die Jagd, aber Herr von Arnell fehlte diesmal öfters die Tiere, die doch beinahe bis zur Mündung flogen. Seine Freunde lachten, fragten ihn, ob er verliebt sei oder ob irgendetwas im Geheimen ihm sein Herz und Geist beschäftigte. Endlich gab er es zu. »Ja, wahrhaftig, ich muss bald fort und das ärgert mich.« »Was, Sie müssen fort? Weshalb denn?« »Ach, ich habe ein Geschäft, das mich ruft, ich kann nicht länger bleiben.« Man sprach von anderen Dingen. Nach dem Frühstück erschien wieder der Schwarzgekleidete. Herr von Arnell befahl anzuspannen, und der Mann wollte eben davongehen, als die 3 anderen Jäger sich ins Mittel legten, baten und all ihre Überredungsgabe aufwendeten, den Freund zurückzuhalten. Endlich fragte einer von ihnen, »Aber Ihr Geschäft ist doch nicht so wichtig, da Sie 2 Tage schon gewartet haben.« Der Jäger wurde ganz verstört, dachte nach, und man sah, wie er offenbar zwischen Vergnügen und Pflicht kämpfte. Nach langer Überlegung meinte er zögernd, »Ich bin nämlich nicht allein hier, ich bin mit meinem Schwiegersohn.« Nun riefen sie durcheinander, »Ihr Schwiegersohn, aber wo ist er denn?« Da wurde er plötzlich ganz verlegen und rot. »Was denn, wissen Sie es wirklich nicht? Er liegt doch in der Remise, er ist nämlich tot.« Plötzliches Schweigen herrschte. Herr von Arnell fuhr immer verlegener fort. »Ja, ich habe das Unglück gehabt, ihn zu verlieren, und da ich die Leiche zur Beisetzung auf mein Gut nach Briseville bringen musste, habe ich einen kleinen Umweg gemacht, um die Jagd nicht zu verpassen. Sie werden einsehen, ich kann nicht noch länger warten.« Da wagte einer der Jäger zu sagen, »Na, hören Sie mal, tot ist er nun sowieso. Ich meine, da könnte er doch ruhig noch einen Tag warten.« Die anderen beiden zögerten nun auch nicht mehr und riefen, »Ja, das ist doch ganz klar.« Herrn von Arnell schien eine Last vom Herzen zu fallen, aber da war er doch noch etwas unruhig, während er fragte, »Finden Sie das wahrhaftig?« Und die 3 antworteten wie einer, »Na, lieber Freund, 2 Tage mehr oder weniger werden ihm nun auch weiter nicht schaden.« Da war der Schwiegervater ganz ruhig und drehte sich zum Leichenträger, »Also, lieber Freund, wir warten bis übermorgen.« Ende von »Der Lummenfelsen«. Märchen von Kurt Tucholsky, gelesen von Didier für LibriVox.org. Es war einmal ein Kaiser, der über ein unermessliches, großes, reiches und schönes Land herrschte. Und er besaß, wie jeder andere Kaiser auch, eine Schatzkammer, in der inmitten all der glänzenden und glitzernden Juwelen auch eine Flöte lag. Das war aber ein merkwürdiges Instrument. Wenn man nämlich durch eins der 4 Löcher in die Flöte hineinsah, oh, was gab es da alles zu sehen? Da war eine Landschaft darin, klein, aber voll Leben.
eine tomasche Landschaft mit böcklinschen Wolken und leistikowschen Seen. Resnitschäcksche Dämchen rümpften die Nasen über zilsche Gestalten und eine Bauerndirne Meuniers trug einen Arm voll Blumenorlicks. Kurz, die ganze moderne Richtung war in der Flöte. Und was machte der Kaiser damit? Er pfiff drauf. Ende von Märchen. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Marthe und ihre Uhr von Theodor Storm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Marthe und ihre Uhr von Theodor Storm. Während der letzten Jahre meines Schulbesuchs wohnte ich in einem kleinen Bürgerhause der Stadt, worin aber von Vater, Mutter und vielen Geschwistern nur eine alternde, unverheiratete Tochter zurückgeblieben war. Die Eltern und zwei Brüder waren gestorben, die Schwestern bis auf die jüngste, welche einen Arzt am selbigen Ort geheiratet hatte, ihren Männern in entfernte Gegenden gefolgt. So blieb denn Marthe allein in ihrem elterlichen Hause, worin sie sich durch das Vermieten des früheren Familienzimmers und mit Hülfe einer kleinen Rente spärlich durchs Leben brachte. Doch kümmerte es sie wenig, dass sie nur sonntags ihren Mittagstisch decken konnte, denn ihre Ansprüche an das äußere Leben waren fast keine, eine Folge der strengen und sparsamen Erziehung, welche der Vater sowohl aus Grundsatz als auch in Rücksicht seiner beschränkten bürgerlichen Verhältnisse allen seinen Kindern gegeben hatte. Wenn aber Marten in ihrer Jugend nur die gewöhnliche Schulbildung zuteil geworden war, so hatte das Nachdenken ihrer späteren einsamen Stunden, vereinigt mit einem behenden Verstande und dem sittlichen Ernst ihres Charakters, ihr doch zu der Zeit, in welcher ich sie kennenlernte, auf eine für Frauen, namentlich des Bürgerstandes, ungewöhnlich hohe Bildungsstufe gehoben. Freilich sprach sie nicht immer grammatisch richtig, obwohl sie viel und mit Aufmerksamkeit las, am liebsten geschichtlichen oder poetischen Inhalts. Aber sie wusste sich dafür meistens über das Gelesene ein richtiges Urteil zu bilden und, was so wenigen gelingt, selbstständig das Gute vom Schlechten zu unterscheiden. Mörikes Maler Nolten, welcher damals erschien, machte großen Eindruck auf sie, so daß sie ihn immer wieder las, erst das Ganze, dann diese oder jene Partie, wie sie ihr eben zusagte. Die Gestalten des Dichters waren für sie selbstbestimmte lebende Wesen, deren Handlungen nicht mehr an die Notwendigkeit des dichterischen Organismus gebunden waren, und sie konnte stundenlang darüber nachsinnen, auf welche Weise das hereinbrechende Verhängnis von so vielen geliebten Menschen dennoch hätte abgewandt werden können. Die Langeweile drückte Marten in ihrer Einsamkeit nicht, wohl aber zuweilen ein Gefühl der Zwecklosigkeit ihres Lebens nach außen hin. Sie bedurfte jemandes, für den sie hätte arbeiten und sorgen können. Bei dem Mangel näherer Befreundeter kam dieser löbliche Trieb ihren jeweiligen Mietern zugute, und auch ich habe manche Freundlichkeit und Aufmerksamkeit von ihrer Hand erfahren. An Blumen hatte sie eine große Freude, und es schien mir ein Zeichen ihres anspruchslosen und resignierten Sinnes, dass sie unter ihnen die Weißen und von diesen wieder die Einfachen am liebsten hatte. Es war immer ihr erster Festtag im Jahre, wenn ihr die Kinder der Schwester, aus deren Garten die ersten Schneeglöckchen und Märzblumen brachten. Dann wurde ein kleines Porzellankörbchen aus dem Schrank herabgenommen, und die Blumen zierten unter ihrer sorgsamen Pflege wochenlang die kleine Kammer.
Da Marthe seit dem Tod ihrer Eltern wenig Menschen um sich sah, namentlich die langen Winterabende fast immer allein zubrachte, so lieh die regsame und gestaltende Fantasie, welche ihr ganz besonders eigen war, den Dingen um sie her eine Art von Leben und Bewusstsein. Sie borgte Teilchen ihrer Seele aus an die alten Möbel ihrer Kammer, und die alten Möbel erhielten so die Fähigkeit, sich mit ihr zu unterhalten. Meistens freilich war diese Unterhaltung eine stumme, aber sie war dafür desto inniger und ohne Missverständnis. Ihr Spinnrad, ihr braun geschnitzter Lehnstuhl waren gar besondere Dinge, die oft die eigentümlichsten Grillen hatten. Vorzüglich war dies aber der Fall bei einer altmodischen Stutzuhr, welche ihr verstorbener Vater vor über 50 Jahren, auch damals schon als ein uraltes Stück, auf dem Trödelmarkt zu Amsterdam gekauft hatte. Das Ding sah freilich seltsam genug aus. Zwei Meerweiber, aus Blech geschnitten und dann übermalt, lehnten zu jeder Seite ihr langhaariges Antlitz an das silberne Zifferblatt. Die schuppigen Fischleiber, welche von einstiger Vergoldung zeugten, umschlossen dasselbe nach unten zu. Die Weiser schienen dem Schwanze eines Skorpions nachgebildet zu sein. Vermutlich war das Räderwerk durch langen Gebrauch verschlissen, denn der Perpendikelschlag war hart und ungleich, und die Gewichte schossen zuweilen mehrere Zoll mit einem Mal hinunter. Diese Uhr war die beredteste Gesellschaft ihrer Besitzerin. Sie mischte sich aber auch in alle ihre Gedanken. Wenn Marthe in ein Hinbrüten über ihre Einsamkeit verfallen wollte, dann ging der Perpendikel tick, tack, tick, tack, immer härter, immer eindringlicher. Er ließ ihr keine Ruhe, er schlug immer mitten in ihre Gedanken hinein. Endlich musste sie aufstehen. Da schien die Sonne so warm in die Fensterscheiben, die Nelken auf dem Fensterbrett dufteten so süß, draußen schossen die Schwalben singend durch den Himmel. Sie musste wieder fröhlich sein, die Welt um sie her war gar zu freundlich. Die Uhr hatte aber auch wirklich ihren eigenen Kopf. Sie war alt geworden und kehrte sich nicht mehr so gar viel um die neue Zeit. Daher schlug sie oft 6, wenn sie 12 schlagen sollte. Und ein andermal, um es wieder gut zu machen, wollte sie nicht aufhören zu schlagen, bis Marthe das Schlaglot von der Kette nahm. Das Wunderlichste war, dass sie zuweilen gar nicht dazu kommen konnte. Dann schnurrte und schnurrte es zwischen den Rädern, aber der Hammer wollte nicht ausholen, und es geschah meistens mitten in der Nacht. Marthe wurde jedes Mal wach, und mochte es im klingendsten Winter und in der dunkelsten Nacht sein, sie stand auf und ruhte nicht, bis sie die alte Uhr aus ihren Nöten erlöst hatte. Dann ging sie wieder zu Bette und dachte sich allerlei, warum die Uhr sie wohl geweckt habe, und fragte sich, ob sie in ihrem Tagewerk auch etwas vergessen, ob sie es auch mit guten Gedanken beschlossen habe. Nun war es Weihnachten. Den Christabend, da ein übermäßiger Schneefall mir den Weg zur Heimat versperrte, hatte ich in einer befreundeten, kinderreichen Familie zugebracht. Der Tannenbaum hatte gebrannt, die Kinder waren jubelnd in die lange, verschlossene Weihnachtsstube gestürzt. Nachher hatten wir die unerlässlichen Krapfen gegessen und Bischof dazu getrunken. Nichts von den herkömmlichen Feierlichkeiten war versäumt worden. Am andern Morgen trat ich zu Marthe in die Kammer, um ihr den gebräuchlichen Glückwunsch zum Fest abzustatten. Sie saß mit untergestützten Armen am Tische. Ihre Arbeit schien längst geruht zu haben. »Und wie haben Sie denn gestern Ihren Weihnachtsabend zugebracht?« fragte ich. Sie sah zu Boden und antwortete, »Zu Hause?« »Zu Hause und nicht bei Ihren Schwesterkindern?« »Ach«, sagte sie,
Seit meine Mutter gestern vor 10 Jahren hier in diesem Bette starb, bin ich am Weihnachtsabend nicht ausgegangen. Meine Schwester schickte gestern wohl zu mir, und als es dunkel wurde, dachte ich wohl daran, einmal hinzugehen. Aber die alte Uhr war auch wieder so drollig. Es war akkurat, als wenn sie immer sagte, »Tu es nicht, tu es nicht, was willst du da? Deine Weihnachtsfeier gehört ja nicht dahin.« Und so blieb sie denn zu Hause in dem kleinen Zimmer, wo sie als Kind gespielt, wo sie später ihren Eltern die Augen zugedrückt hatte und wo die alte Uhr pickte ganz wie dazumal. Aber jetzt, nachdem sie ihren Willen bekommen und Marthe das schon hervorgezogene Festkleid wieder in den Schrank verschlossen hatte, pickte sie so leise, ganz leise und immer leiser, zuletzt unhörbar. Marthe durfte sich ungestört der Erinnerung aller Weihnachtsabende ihres Lebens überlassen. Ihr Vater saß wieder in dem braungeschnitzten Lehnstuhl. Er trug das feine Sammetkäppchen und den schwarzen Sonntagsrock. Auch blickten seine ernsten Augen heute so freundlich, denn es war Weihnachtsabend. Weihnachtsabend vor sehr, sehr vielen Jahren. Ein Weihnachtsbaum zwar brannte nicht auf dem Tisch. Das war ja nur für reiche Leute. Aber stattdessen 2 hohe, dicke Lichter. Und davon wurde das kleine Zimmer so hell, dass die Kinder ordentlich die Hand vor die Augen halten mussten, als sie aus der dunklen Vordiele hineintreten durften. Dann gingen sie an den Tisch, aber nach der Weise des Hauses ohne Hast und laute Freudenäußerungen, und betrachteten, was ihnen das Christkind einbeschert hatte. Das waren nun freilich keine teuren Spielsachen, auch nicht einmal Wohlfeile, sondern lauter nützliche und notwendige Dinge, ein Kleid, ein paar Schuhe, eine Rechentafel, ein Gesangbuch und dergleichen. Aber die Kinder waren gleichwohl glücklich mit ihrer Rechentafel und ihrem neuen Gesangbuch, und sie gingen eins ums andere dem Vater die Hand küssen, der währenddessen zufrieden lächelnd in seinem Lehnstuhl geblieben war. Die Mutter mit ihrem milden, freundlichen Gesicht unter dem eng anliegenden Scheiteltuch band ihnen die neuen Schürzen vor und malte ihnen Zahlen und Buchstaben zum Nachschreiben auf die neue Tafel. Doch sie hatte gar nicht lange Zeit. Sie musste in die Küche und Apfelkuchen backen, denn das war für die Kinder eine Hauptbescherung am Weihnachtsabend. Die mussten notwendig gebacken werden. Da schlug der Vater das neue Gesangbuch auf und stimmte mit seiner klaren Stimme an: »Frohlocket, Lob singet Gott!« Die Kinder aber, die alle Melodien kannten, stimmten ein: »Der Heiland ist gekommen!« Und so sangen sie den Gesang zu Ende, indem sie alle um des Vaters Lehnstuhl herumstanden. Nur in den Pausen hörte man in der Küche das Hantieren der Mutter und das Prasseln der Apfelkuchen. Tick, tack, ging es wieder. Tick, tack, immer härter und eindringlicher. Marthe fuhr empor. Da war es fast dunkel um sie her. Draußen auf dem Schnee nur lag trüber Mondschein. Außer dem Pendelschlag der Uhr war es totenstill im Hause. Keine Kinder sangen in der kleinen Stube, kein Feuer prasselte in der Küche. Sie war ja ganz allein zurückgeblieben. Die anderen waren alle fort. Aber was wollte die alte Uhr denn wieder? Ja, da warnte es auf 11. Und ein anderer Weihnachtsabend tauchte in Martens Erinnerung auf. Ach, ein ganz anderer, viele, viele Jahre später. Der Vater und die Brüder waren tot, die Schwestern verheiratet. Die Mutter, welche nun mit Marten allein geblieben war,
hatte schon längst des Vaters Platz im braunen Lehnstuhl eingenommen und ihrer Tochter die kleinen Wirtschaftssorgen übertragen. Denn sie kränkelte seit des Vaters Tode, ihr mildes Antlitz wurde immer blässer und ihre freundlichen Augen blickten immer matter. Endlich musste sie auch den Tag über im Bette bleiben. Das war schon über 3 Wochen, und nun war es Weihnachtsabend. Marthe saß an ihrem Bett und horchte auf den Atem der Schlummernden. Es war totenstill in der Kammer, nur die Uhr pickte. Da warnte es auf 11. Die Mutter schlug die Augen auf und verlangte zu trinken. »Marthe«, sagte sie, »wenn es erst Frühling wird und ich wieder zu Kräften gekommen bin, dann wollen wir deine Schwester Hanne besuchen. Ich habe ihre Kinder eben im Traume gesehen. Du hast hier gar zu wenig Vergnügen.« Die Mutter hatte ganz vergessen, dass Schwester Hannes Kinder im Spätherbst gestorben waren. Marthe erinnerte sie auch nicht daran. Sie nickte schweigend mit dem Kopf und fasste ihre abgefallenen Hände. Die Uhr schlug 11. Auch jetzt schlug sie 11, aber leise, wie aus weiter, weiter Ferne. Da hörte Marthe einen tiefen Atemzug. Sie dachte, die Mutter wolle wieder schlafen. So blieb sie sitzen, lautlos, regungslos, die Hand der Mutter noch immer in der ihren. Am Ende verfiel sie in einen schlummerähnlichen Zustand. Es mochte so 1 Stunde vergangen sein. Da schlug die Uhr 12. Das Licht war ausgebrannt. Der Mond schien hell ins Fenster. Aus den Kissen sah das bleiche Gesicht der Mutter. Marthe hielt eine kalte Hand in der ihrigen. Sie ließ die kalte Hand nicht los. Sie saß die ganze Nacht bei der toten Mutter. So saß sie jetzt bei ihren Erinnerungen in derselben Kammer. Und die alte Uhr pickte bald laut, bald leise. Sie wusste von allem, sie hatte alles miterlebt. Sie erinnerte Marthe an alles, an ihre Leiden, an ihre kleinen Freuden. Ob es noch so gesellig in Martens einsamer Kammer ist? Ich weiß es nicht. Es sind viele Jahre her, seit ich in ihrem Hause wohnte, und jene kleine Stadt liegt weit von meiner Heimat. Was Menschen, die das Leben lieben, nicht auszusprechen wagen, pflegte sie laut und ohne Scheu zu äußern. Ich bin niemals krank gewesen. Ich werde gewiss sehr alt werden. Ist ihr Glaube ein richtiger gewesen, und sollten diese Blätter den Weg in ihre Kammer finden, so möge sie sich beim Lesen auch meiner erinnern. Die alte Uhr wird ihr helfen. Sie weiß ja von allem Bescheid. Ende von Marthe und ihre Uhr. Gelesen von Hokus Pokus. Das neue Auto von Hermann Harry Schmitz. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Daniel Höpker. Das neue Auto. Eine Groteske von Hermann Harry Schmitz. Was der kann, kann ich auch, sagte der Brauereibesitzer Emil Kiste selbstbewusst, als er hörte, dass sich sein Nachbar, der Konsul Edgar von Wirsing, ein prächtiges Luxusauto mit einer Leistung von 100 PS angeschafft hatte. Er, Emil Kiste, sollte sich von diesem Wirsing übertrumpfen lassen? Emil Kiste war einst ein einfacher Brauknecht gewesen in der Brauerei, die jetzt sein Eigentum war. Er hatte es verstanden, des Brauers Tochter zu berücken, und der alte Vater hatte Ja gesagt.
Emil Kiste hatte die überzeugende Art, sich als äußerst tätigen, werktüchtigen Arbeiter aufzuspielen, die er noch bei jeder Gelegenheit mit rausgedrückter Brust durch kraftvolle Richtsprüche wie »Die Axt im Hause ersetzt den Zimmermann«, »Selbst ist der Mann« verstärkte. Der alte Vater, dessen Horizont nicht über seine Braubottiche hinausging, war stolz auf seinen arbeitsam schaffenden Schwiegersohn. Überall war er zur Hand. »Die Axt im Hause ersetzt den Zimmermann«. Das war dem alten Vater ein starkes, zuversichtliches Maxim, wenn er den Sinn der kernigen Worte auch nicht ganz verstand. Wie es meistens kommt, der alte Vater starb und Emil Kiste erbte die Brauerei und einen großen Komplex aussichtsvoller Grundstücke, die bald nach dem Tode des Schwiegervaters durch das Prospekt der Anlage einer Eisenbahn enorm im Werte stiegen. Für eine Riesensumme verkaufte Emil Kiste das Areal an Spekulanten. Er war ein schwerreicher Mann geworden. Felsenfest war er überzeugt, dass er nun durch seine eigene Tatkraft und persönliche Tüchtigkeit emporgekommen war. »Hat dieser Kiste einen Dusel gehabt?«, sagten zwar die Leute. »Ja, ja, die Axt im Hause ersetzt den Zimmermann. Selbst ist der Mann«, brüstete er sich noch immer und ließ Naive respektvoll staunen. »Ich verstehe alles. War die Gasuhr nicht in Ordnung oder versagte das Telefon, die Ringmaschine oder der Rasenmäher, der Soxlet-Apparat, so hielt er sich alleine für fähig, die Schäden zu reparieren. Eines Tages kaufte er sich einen Palast in dem vornehmsten Teil der Stadt. Er hatte es dazu. Klotziges Geld macht vornehm. Er wurde enttäuscht. Die feinen Leute mit Namen und guter Herkunft wollten nichts von ihm wissen und schnitten ihn. Namentlich sein Nachbarkonsul von Wirsing war ihm ein Dorn im Auge. Es war ihm eine Genugtuung, dass es ihm bisher immer gelungen war, diesen eingebildeten, hochmütigen Menschen zu übertrumpfen. Der Konsul legte in seinem Garten eine Hühnerzucht an. Emil Kiste folgte sofort mit einer Paradiesvogelfarm. Bei Wirsings wurden eines Tages die Lanzenspitzen des Vorgartengitters vergoldet. Herr Kiste ließ sofort das ganze Vorgartengitter vergolden. Kistes bestrebten sich, ihre Nachbarn mit dem vornehmen Namen in allem unbedingt zu überbieten. Als Frau Konsul ein Baby bekam, folgte ihr Frau Kiste schleunigst mit Drillingen. Jetzt hieß es, ein Auto zu beschaffen, welches das neue Luxusauto von Wirsing weit in den Schatten stellte und alle Autos, die je gebaut wurden, als alte Karren erschienen ließ. Er wandte sich an die renommiertesten Automobilfabriken des In- und Auslandes. Er war enttäuscht, denn alle Wagen, die ihm von diesen Firmen angeboten wurden, übertrafen in keiner Weise das Auto des Konsuls Wirsing. Es wurmte ihn schwer, dass er in diesem Falle seinen Nachbarn nicht übertrumpfen sollte. Aber der Zufall wollte, dass eines Tages ein Herr, der mit englischem Akzent sprach, sich bei Emil Kiste als Mr. John C. Blotting Paper aus Amerika vorstellte. »Oh, Mr. Kiste, Sie wollen kaufen ein Auto, wie niemand bisher hat?« »Well, you see, ich bin the inventor, das will heißen, Erfinder auf eine ganz neue Autotyp, das Gigantic Mammoth Auto. Well, you see, ich bin der Representative, das will heißen Vertreter, der Gigantic Mammoth Auto Co. Limited. Meine Autos haben eine Leistung von 2000 PS mit 50 Zylinder.« »Das ist mein Mann«, schoss es Emil Kiste durch den Kopf. Er hatte keine Ahnung, was das geheimnisvolle PS bedeutete, aber dass dieses phänomenale Mammoth-Auto 2000 PS gegen diese erbärmlichen 100 PS des Wirsingschen Autos hatte, gab ihm das Bewusstsein, dass er auch dieses Mal wieder den ekelhaften Konsul übertrumpfen würde. Unklar war ihm auch, was es mit den vielen Zylindern für eine Bewandtnis hatte. Er besaß selbst schon 5 Zylinder, die ihm für die paar Beerdigungen genügten. Vielleicht gab es auch bei dem Auto des Mr. John C. Blotting Paper Strohhüte außer den Zylindern. Er war ein absoluter Waisenknabe und hatte keine Ahnung von den technischen Geheimnissen einer Automobilmaschinerie. »Well, wir machen eine Velocity, will heißen eine Höchstgeschwindigkeit von 2000 Kilometern in der Stunde«, wo die anderen Autos, die alten Autos, sich mit 120 Kilometern in der Stunde hinschleppen.
Oh, we're bringing something quite new. Will heißen eine neue Sensation. Mammoth Auto kann Farbe wechseln wie Chamäleon und sich einstellen auf die Nuancen der Toiletten der Ladies in die Wagen. Dieses Wunderauto hat 40 Räder mit Pneumatics, so dick, dass drei Männer sie nicht umfassen kann, wie eine berühmte Baum in Kalifornien. Well, you see, Mr. Kiste, sie werden eine einzige Auto haben in die ganze World. Mammoth Auto braucht kein Benzin. Also eine Wunderextrakt mit der Trademark Semper Idem. Eine absolute Secret, will sagen, Geheimnis der Gigantic Mammoth Auto Coin Limited. Ein Extrakt, der sich immerfort aus sich selbst erneuert. Never, will sagen, niemals, alle wild und eine ungeheure Kraft entwickelt und die Motoren zu dieser höchsten Leistungsfähigkeit der Mammoth-Automobile bringt. Well, you see, Mr. Kiste, Sie werden eine Weltrekord machen mit unserem Autotyp. Zwar eine äußerst komplizierte Maschinerie, sehr kompliziert, bei jedes Stück Auto werden bei der Construction regelmäßig 20 Ingenieure und 100 Monteure irrsinnig. You see, the price from this gigantic mammoth auto beträgt $300,000. Ohne Skontoabzug. Check auf New York, sagen Sie all right. Kiste sagte all right. Was lag ihm an einem Millionchen und mehr für diesen endgültigen Triumph über den unsäglichen Protz von Wirsing? Mr. John Blotting Paper gab telegrafische Weisung nach Hamburg, wo in einer leeren Luftschiffhalle das von Amerika mitgebrachte Mammoth-Auto eingestellt war. In 27 Minuten brauste schon das Gigantic Mammoth-Auto, Häuser erzittern machend, heran und hielt vor Kistes Palast. Mr. John C. Blotting Paper hatte nicht zu viel behauptet. Diese Maschine war in der Tat eine kosmische Manifestation, eine absolute Offenbarung des letzten Aufschwungs der Technik ins Gigantische, wo die Grenze des Irrsinns beginnt. Mr. John C. Blotting Paper sagte, Mr. Kiste, you understand, will heißen, Sie verstehen, ich werde Ihnen das Auto und seine Handhabe erklären, zu Ihrer Richtschnur, damit Sie können lernen den Zweck der Maschinerie. Diese Erklärung währte 8 Stunden. Emil Kiste wusste danach gerade so viel wie vorher. Von dem 8-stündigen Geschwätz stark heiser spuckte Mr. John C. Blotting Paper ein verkautes Stück Sensengummi aus und sagte, Oh, Mr. Kiste, haben Sie understand? Will heißen, verstanden meine Explikation? Kiste wollte sich nicht blamieren und sagte, Yes. Dann überreichte ihm Mr. Blotting Paper 2 Broschüren, eine mit der Aufschrift Was muss der Mammoth-Autofahrer wissen? Und eine zweite, wie bricht sich der Mammoth-Autofahrer nicht den Hals? In diesen beiden Bändchen fand man erschöpfende Aufschlüsse über die Gesamtkonstruktion des Autos und praktische Hinweise zur Abstellung etwaiger Störungen. Der amerikanische Chauffeur, der das Auto von Hamburg gebracht, war in den Preis einbegriffen. Nie hatte Emil Kiste vor etwas so viel Respekt gehabt wie vor diesem neuen Mammoth-Auto. Wenn ihm auch seine alten Grundsätze, die Axt im Hause ersetzt den Zimmermann, selbst ist der Mann, aufstießen, so war er doch im Stillen froh über den amerikanischen Chauffeur. Zwar äußerte er sich so obenhin, dass er wohl auch allein mit dem Auto fertig würde. Mr. John C. Blotting Paper bekam seinen $300,000-Scheck aus New York, sagte Goodbye, Mr. Kiste, und reiste mit dem nächsten Ozeandampfer wieder ab. Emil Kiste war dem Chauffeur und dem unheimlichen Automobil hilflos überlassen. Eine liebe Genugtuung war es ihm nur, als er hörte, dass der Konsul von Wirsing im Bett lag und höchstwahrscheinlich aus Wut über seine Niederlage krank geworden war. Die erste Ausfahrt. Das ganze Hausgesinde war um das Auto versammelt. Neugierige hingen lebensgefährlich aus den Fenstern. Frau Kiste bestieg als erste in roter Robe das Auto und alsogleich nahm das bisher gelbe Auto die Farbe ihrer Robe an, aber nur die rechte Hälfte des Autos reagierte auf Rot, während die linke Hälfte, wo Herr Kiste in einem gelben Paletot Platz nahm, seine gelbe Farbe behielt. Diese erste Fahrt ging ohne erheblichen Zwischenfall vor sich. Man fuhr im Leichenzugtempo, im Schnelligkeitsminimum des Mammoth-Autos, 100 km in der Stunde, wie der Geschwindigkeitsmesser anzeigte.
Waren protokollsüchtige Polizisten auf dem Wege, zog der Chauffeur die Staubpuste, wodurch das ganze Auto sofort in eine dichte Staubwolke eingehüllt wurde. Ein Erkennen des Wagens oder der Nummer war unmöglich. Außer einem unvorsichtigen Dackel, der in einer Kurve in das Auto lief, brachte das Auto auf dieser ersten Fahrt weiter nichts zur Strecke. Kiste saß bei den ferneren, täglichen Ausfahrten immer neben dem Chauffeur, um das Geheimnis des Autofahrens zu ergründen. Auf einer Rekordfahrt mit der Maximalschnelligkeit 2000 Kilometer blieb das Auto plötzlich stehen. Die Signalsirene schrie gellend auf, das Auto drehte sich um sich selbst, sauste los wie ein Pfeil und stoppte dann plötzlich mit einem scharfen Ruck. Emil Kiste und der Chauffeur flogen in hohem Bogen aus dem Auto. Dabei schrie die Sirene ein heiseres, furchtbares Lachen. Der Chauffeur, kreideweiß, riss seinen Handwerkszeugskoffer unter dem Sitz hervor und kroch unter das Auto. Emil Kiste stand zitternd mit offenem Mund dabei und stierte auf die unter dem Auto hervorgestreckten Füße des Chauffeurs. Eine halbe Stunde beschäftigte sich der Chauffeur unter dem Auto. Schweigend, mit einem krampfhaft verzerrten Zug im Gesicht, nahm er seinen Platz wieder ein. Emil Kiste babberten die Beine. Die Heimfahrt mit 1000 Kilometer Geschwindigkeit verlief glatt. Der Schrecken über diesen seltsamen Vorfall steckte Emil Kiste noch lange in den Knochen. Als bei den weiteren Fahrten nichts derartiges mehr passierte, beruhigte er sich. Der Chauffeur aber machte noch immer ein bedenkliches Gesicht. Jeden Tag kroch er mehrere Male unter das Auto und hantierte mit seinen Werkzeugen im Bauch des Autos. 3 Monate besaß Kiste nun das Mammoth-Auto und er hatte noch immer nicht die Courage, selbst zu fahren. Wo waren seine alten Grundsätze? Die Axt im Hause ersetzt den Zimmermann, selbst ist der Mann. Er schämte sich vor sich selbst und vor seiner Familie wegen seiner Unentschlossenheit. Eines Morgens erschien beim Frühstück ein Eisbär mit einer riesigen Brille. Die Kinder flüchteten sich schreiend. Es war Vater Kiste im Autopelz. Endlich entschloss er sich, eine Fahrt allein zu wagen. Die ganze Nacht studierte er in den beiden Broschüren. Er fühlte sich wohl gewappnet. Der Chauffeur schüttelte sehr bedenklich den Kopf und schloss sich in sein Zimmer ein. Einem vorbeigehenden Neger gestattete Kiste auf dessen Bitte hin mitzufahren. Der stieg mit breitem Grinsen ein, gleich wurde das Auto schwarz. Kiste ließ vor der Abfahrt das Sirenensignal nach allen Kräften johlen, um den Konsul an das Fenster zu locken, diesen Angstwurm, der nie ohne Chauffeur fuhr, zu beschämen. Voller Zuversicht bestieg er den Führersitz. Er drückte einen Hebel vor, der ihm der richtige dünkte. Es war natürlich die Staubpuste, die er in Tätigkeit setzte und alle, die seine Abfahrt umstanden, mit Staub bedeckte. Dann gelang es ihm, den richtigen Hebel zu finden. Ein tolles Geknatter, ein Knall, eine Rauchwolke und im gleichen Moment sahen die Hinterbliebenen das Mammoth-Auto in der Ferne als kleines Pünktchen verschwinden. Emil Kiste hatte den Hebel auf die Maximalgeschwindigkeit geschaltet. Wanderer retteten sich auf Telegrafenstangen, die Leute in den Dörfern auf die Däche. Plötzlich mäßigte sich die Geschwindigkeit des Autos ohne Zutun von Kiste. Es humpelte ein wenig, wie ein Gelähmter. Dann drehte es sich plötzlich um sich selbst, lief ein ganzes Stück ganz schnell zurück und fuhr in gemäßigter Geschwindigkeit weiter. Kiste graute es. Man kam in eine kleine Stadt. In einer stillen Straße sprang das Auto plötzlich auf das Trottoir und zerquetschte einen von ungefähr daherkommenden Kassenboten, den einzigen Menschen auf der Straße an der Häuserwand wie eine Fliege, drehte sich dann mit einem grellen Sirenengeschrei um, rannte einige tausend Kilometer weiter und blieb schließlich wie festgenagelt stehen. Entsetzen packte Kiste. Sein Kopf wurde eiförmig. Ein Pneumatik hatte sich vom Rade losgelöst und kroch wie eine Schlange über den Weg. Er begann zu beten. Wer half ihm? Was war das mit dem Wagen? Alle seine Energie nahm er zusammen. Was blieb ihm übrig, als selbst Hand anzulegen? Selbst ist der Mann. Was konnte die Ursache sein? Er rekapitulierte alle die Störungen, wie sie die Broschüren aufführten. Die Düse verstopft, die Zündkerze verrußt, die Kolbenringe gelockert, die Lager ausgelaufen, die Kühler heiß, was wusste er? Er kroch mit dem Handwerkszeug unter das Auto. Dieses sinnlose Röhrenwirrwarr im Bauche des Autos, diese ganze Maschinerie war ihm ein schauriges Rätsel. Er lag unbequem auf dem Rücken.
Fortgesetzt tropfte ihm dickes, stinkiges Öl ins Gesicht. Dort an einem gebogenen Rohr bewegte sich etwas, eine runde, weiche, galertartige grüne Masse in der Größe eines 10-Pfennig-Stückes mit einem Stachel in der Mitte, der fortgesetzt einen gelben Saft spritzte. Mit Schrecken sah Emil Kiste, dass das ganze Rohr löcherige Stellen zeigte, die wohl durch den Saft dieses Tieres verursacht wurden. Und jetzt bemerkte er mit stierem Entsetzen, dass der ganze Mechanismus von diesem furchtbaren Ungeziefer verseucht war. Überall klebten diese Zerstörer. Das war die Ursache des irren Benehmens des Autos. Davon stand nichts in der Broschüre. Er nahm seine letzte Kraft zusammen und versuchte mit dem Hammer, diese Viecher zu zerdrücken. Wie am härtesten Granit glitt der Hammer ab. Unaufhörlich tropfte auf den geplagten Kiste das Öl wie aus einer Brause. Eines von den scheußlichen Tieren geriet ihm in den Halskragen und begann am Rückgrat seine bohrende Tätigkeit. Kiste war dem Irrsinn nahe. Sein Selbstbewusstsein war zum Teufel. Er verfluchte die Axt im Hause. Warum ließ er den Chauffeur daheim? Der ahnte das Unheil. Im Fenster erschien das grinsende Gesicht des Negers. Kiste fasste die Wut, er schlug ihm mit dem Hammer den Schädel ein und warf ihn in den Chausseegraben. Das Auto wurde wieder gelb. Das funktionierte ja noch. Gott sei Dank. Gedankenlos stierte er auf die Pneu, die überall eitrige Stellen wie Geschwüre aufwiesen. Völlig mit Öl getränkt, befahl er sich Gott, kletterte mit der ehernen Resignation eines, dem alles egal ist, auf sein Unglücksauto und schaltete tollkühn mit einem Ruck die Maximalgeschwindigkeit ein. Das Auto sprang 4 Meter hoch, bäumte sich auf wie ein wildes Pferd, wand sich dann plötzlich und raste rückwärtsfahrend wie ein Orkan mit 2000 Kilometern Schnelligkeit los. Über Berg und Tal ging die irre Fahrt, Gegenden verwüstend und entvölkernd, Dörfer und Städte einreißend. Emil Kiste verhungerte schon bald und wurde an einer Kurve hinausgeschleudert in das All. Er hätte sowieso nicht mehr lange gelebt. Die Autobazillen hatten auch ihn ergriffen. 4 Jahre raste das Auto allein durch die Welt, ohne zu halten, in unerschütterlicher Beständigkeit. Dann, eines Tages, vollendeten die furchtbaren Bazillen ihr zerstörendes Werk. Von einem Tag zum anderen verringerte sich die Schnelligkeit des Autos. Mühsam schleppte es sich auf den zerfressenen Pneus hin, humpelnd wie ein Schwerkranker, und eines Tages fiel es endlich in sich zusammen. Millionen von diesen furchtbaren Autobazillen, die ihm den Tod gebracht hatten, bedeckten die Straße. Alle diese Stelle passierenden Autos infizierten sich und gingen dem gleichen Verfall entgegen. Diese Epidemie verbreitete sich über die ganze Welt, und in 10 Jahren nach ihrem Ausbruch gab es kein Auto mehr. Ende von Das neue Auto. Gelesen von Daniel Höpker. Rätsel von Heinrich von Kleist. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Didier. Rätsel von Heinrich von Kleist. Ein junger Doktor der Rechte und eine Stiftsdame, von denen kein Mensch wusste, dass sie miteinander in Verhältnis standen, befanden sich einst bei dem Kommandanten der Stadt in einer zahlreichen und ansehnlichen Gesellschaft. Die Dame, jung und schön, trug, wie es zu derselben Zeit Mode war, ein kleines schwarzes Schönflechterchen im Gesicht, und zwar dicht über der Lippe auf der rechten Seite des Mundes. Irgendein Zufall veranlasste, dass die Gesellschaft sich auf einem Augenblick aus dem Zimmer entfernte, dergestalt, dass nur der Doktor und die besagte Dame darin zurückblieben. Als die Gesellschaft zurückkehrte, fand sich zum allgemeinen Befremden derselben, dass der Doktor das Schönflechterchen im Gesicht trug, und zwar gleichfalls über der Lippe, aber auf der linken Seite des Mundes. Ende von Rätsel. Aufgenommen von Didier in Berlin.
Das Seegespenst von Robert Kraft. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Seegespenst von Robert Kraft. Ich kam von langer Reise, die ich als zweiter Steuermann gemacht, nach Hamburg zurück. Das ganze Schiff wurde abgemustert. Ich ließ mich auf dem Seemannsamt als heuersuchender Offizier einschreiben und fuhr inzwischen nach der fernen Heimat. Freilich hatte ich wenig Aussicht, auf diese Weise eine neue Heuer zu bekommen. Schon nach wenigen Tagen aber erhielt ich ein Telegramm, das mich nicht wenig in Erstaunen versetzte. »Willst du als erster bei mir fahren? Sofort her!« Paul Müller, Kapitän der Portland, Liverpool, zurzeit Hamburg. Ich war sprachlos. Mein Freund Paul, Kapitän eines englischen Dampfers, und zwar, wie mir das mitgenommene Schiffsregister sagte, eines von 6000 Tonnen. Wir waren zusammen als Schiffsjungen und als Matrosen gefahren. 6 Jahre lang hatten wir zusammen die Steuermannsschule besucht, dann erst waren wir getrennt worden. Mir gelang es, auf einem Segler als zweiter Offizier anzukommen, und als ich 2 Jahre später wieder etwas von Paul hörte, war er zuletzt noch immer als Matrose gefahren. Wie viele haben das Steuermannspatent in der Tasche und müssen noch als Matrose vor dem Mast fahren? Ich hatte ja unterdessen auch schon mein Kapitänspatent gemacht und war immer wieder froh, wenn ich als zweiter Steuermann ankam. 5 Jahre waren seit unserer Trennung verflossen. Vor 2 Jahren also war Paul noch Matrose gewesen. Seitdem hatte ich nichts wieder von ihm gehört. Und jetzt war er Kapitän eines großen englischen Dampfers. Der hatte ja höllisch fix vorwärts gemacht. Ich fuhr sofort nach Hamburg. Es war richtig mein alter Freund Paul. Erst 27 Jahre alt, aber ein ganzer Mann. Vor 3 Jahren war es ihm gelungen, zum ersten Mal eine Stelle als zweiter Steuermann zu bekommen. Auf einem englischen Dampfer war es. Der Kapitän war Mitbesitzer des Schiffes, ja, der ganzen Reederei, die gar viel Schiffe fahren ließ. Und er wurde auf seinen Fahrten beständig von seiner Tochter begleitet, die sogar an Bord geboren und erzogen worden war. Das Mädchen verliebte sich in den deutschen Steuermann. Nach der Rückkehr in Liverpool wurde gleich Hochzeit gemacht. Die Heirat durfte an ihrem Leben nichts ändern. Das Schiff sollte ihre Heimat bleiben. Sie wollte, wie bisher ihren Vater, nun ihren Mann begleiten. Aber ihr Gatte sollte nicht unter anderem Kommando stehen. Die inzwischen mündig gewordene Evelyn hatte, da sie durch die verstorbene Mutter Mitbesitzerin der Reederei geworden war, auch ein gar gewichtiges Wort zu sagen. Ihr Mann sollte Kapitän werden. Zwar hatte er hierfür noch nicht die genügende Fahrzeit als Steuermann, aber das ließ sich schon machen. So war es gekommen, dass Paul im Handumdrehen Kapitän geworden war. Und er bewährte sich. Man hatte gar nicht erst den Versuch, mit einem kleinen Dampfer zu machen brauchen. Ob groß oder klein, das ist ja überhaupt ganz gleich. Mancher Küstenschiffer hat mehr im kleinen Finger als mancher Offizier des größten Passagierdampfers im Kopf. Die ideale Ehe, die im buchstäblichen Sinne des Wortes Mann und Weib in Sonnenschein und Regensturm, in Freud und Leid vereint, sollte leider nicht lange währen. Nur 1 Jahr dauerte sie, sagte Paul finster, sie fand ihren Tod. Ihren Tod gefunden, wiederholte ich erstaunt. Eine Sturzsee wusch sie über Bord, auf der Höhe von Trinidad. Mehr erfuhr ich nicht. Wir hatten es auch sehr eilig. Der erste Steuermann hatte den Arm gebrochen. Ich kam an seine Stelle, hatte bei der Übernahme der letzten Fracht alle Hände voll zu tun und alle Gedanken zusammenzunehmen. Wir fuhren nach Lissabon. Während der 8-tägigen Fahrt kam es zu keiner weiteren Aussprache. Zwischen dem Kapitän und der ganzen übrigen Besatzung, die Offiziere mit einbegriffen, ist ja überhaupt eine unübersteigbare Schranke gezogen. Der Kapitän auch des kleinsten Schiffes nimmt eine abgesondertere Stellung ein als der Kaiser von Japan in seinem Reich. Er ist allein, hält sich auch sonst immer allein. Jede vertraute Annäherung zwischen Kapitän und Steuermann ist an Bord des Schiffes vollkommen ausgeschlossen. Nun allerdings kann es ja, wie überall,
auch hier einmal eine Ausnahme geben. Nur nicht im Dienst. Aber wenn ich von der Freiwache war, hätte der Kapitän mich schon einmal in die Kajüte rufen können, um ein Stündchen freundschaftlich mit mir zu plaudern. Doch hierzu war keine Zeit. Wenigstens der Kapitän hatte sie nicht. Immer schlechtes Wetter, immer Nebel, dabei die auf eigene Rechnung gehende Fracht sehr gefährlich. Düngersalze. Deshalb war er nur ganz schwach versichert, sonst wäre kein Verdienst dabei gewesen. Beim kleinsten Leck wäre das Schiff wie ein vollgesaugter Schwamm weggesackt. Paul kam nicht von der Kommandobrücke, nicht aus den Stiefeln, schlief nur am Tag wenige Stunden im Kartenhaus auf dem Sofa. Nein, da war keine Zeit zu Privatunterhaltungen. Glücklich erreichten wir Lissabon. Noch vor dem Einlaufen in den Hafen brachte ein Dampfboot den kaufmännischen Vertreter der Reederei an Bord, der neue Dispositionen gab. Die Fracht sollte nicht in Lissabon gelöscht werden, sondern aus irgendeinem Grund in Kolare, an der Westküder großen Landzunge gelegen, welche die Bucht von Lissabon einschließt. Wir dampften in wenigen Stunden hin, der kleine Hafen konnte uns wohl aufnehmen, aber nicht sogleich, denn die Einfahrt ist sehr ungünstig, für tiefergehende Schiffe viel zu seicht. Wir mussten die Flut abwarten, die erst in 4 Stunden eintrat. So gingen wir auf der Reede vor Anker. Als das Manöver unter meinem Kommando beendet war, ging Paul selbst noch einmal nach der Back, wo die Ankerkette ausgesteckt war, und blickte über die Bordwand. Mit einem Male fuhr er zurück, und ich sah, wie sein Gesicht ganz blass wurde. Mein Trauring, und heute ist Evelins Todestag. Der Goldreif war ihm, als er die Hand über Bord gehalten, vom Finger gefallen. Er mochte schon immer lose gesessen haben, und während der letzten so aufreibenden Tage war Paul wirklich ganz merklich abgemagert. Also heute, vor einem Jahr, war seine unglückliche Gattin über Bord gespült worden. Merkwürdiger Zufall. »Klar, den Tauchapparat«, sagte Paul ganz ruhig und ging in die Kajüte, um sich darauf vorzubereiten. Er wollte selbst tauchen. Er musste es wohl gelernt haben. Denn gelernt will das sein. Das weiß jeder, der es einmal probiert hat. Ich habe mich des Spaßes halber einmal in den Gummianzug stecken und mir den Helm aufschrauben lassen. Bin aber nur bis eine Tiefe von 4 Metern gekommen. Da hatte ich schon genug. Das Sausen in den Ohren wurde zu grässlich und hier betrug die Tiefe 14 Meter. Ein Mensch, der noch nie getaucht hat, in solch eine Tiefe hinabzuschicken, so einfach sonst auch alles ist, ist eine Unmöglichkeit. Ganz langsam, nach und nach musste man sich an den Wasserdruck gewöhnen, der das furchtbare Ohrensausen erzeugt. Unten musste der Ring leicht zu finden sein. Es war fester, weißer Muschelkalkboden. Der Ring musste gleich neben dem Anker liegen, dessen Kette bei dem jetzt herrschenden Stauwasser fast lotrecht hinablief. Die Taucherpumpe und alles, was dazugehörte, wurde an Deck gebracht. Dabei stellte es sich so im Gespräch heraus, dass noch kein einziger der ganzen Mannschaft getaucht hatte. Es war eine in Liverpool ganz neu angemusterte Besatzung. Einige wussten wohl, dass des Kapitäns junge Gattin voriges Jahr über Bord gespült worden war, aber sonst auch nichts weiter, so wenig wie ich. Der Kapitän kam, brachte alles in Ordnung und instruierte uns über die Handhabung der Pumpe. Alles Übrige war einfach genug. Wenn der Himmel es nicht anders wollte, konnte trotz unserer sonstigen Unkenntnis gar nichts passieren. Auch ein Telefon war vorhanden, so dass die Signalleine ganz überflüssig gewesen wäre. Die Lampe wurde elektrisch gespeist. Wir hatten zur Beleuchtung des ganzen Schiffes eine Dynamomaschine. Die Akkumulatoren lieferten noch genug Strom. Erst wurde eine Prüfung außerhalb des Wassers vorgenommen. Alles funktionierte tadellos. Dann ging der Kapitän mit aufgeschraubtem Helm am Fallrepp hinab. Langsam sahen wir ihn untersinken, bis er in etwa 3 Meter Tiefe unseren Blicken entschwunden war. 10, 11, 12 Meter wurden von Schlauch und Sicherheitsleine ausgesteckt. Jetzt musste er unten sein, und das dem Druck anzeigende Manometer sagte dasselbe. »Noch etwas nachgeben«, meldete das Telefon. »Wir gaben noch 1 Meter Schlauch und Leine nach.« 5 Minuten vergingen. Regelmäßig hoben und senkten sich die Pumpschwengel. »Auf, auf!« schrie es dann mit heiserer Stimme aus dem Telefon. Und zugleich ward der Schlauch dem ihn haltenden Matrosen fast aus der Hand gerissen.
Schnell holten wir die Sicherheitsleine ein, aber noch schneller arbeitete sich der Taucher Hand über Hand an dem Schlauch empor. Mit auffallender Hast griff der Kapitän nach den Sprossen des Fallreps, konnte nicht schnell genug die bleibewehrten Füße darauf setzen, glitt ab, stürzte noch einmal ins Wasser, dann benahm er sich noch kopfloser. Kurz, wir sahen sofort, dass ihm etwas passiert war. Entweder unten auf dem Meeresboden oder im Inneren des Helmes war etwas nicht in Ordnung, vielleicht bekam er keine Luft, wenn auch bei uns hier oben alles richtig funktionierte. Das Abschrauben des Helmes erschwerte er uns dadurch, weil er ihn sich vom Kopfe reißen wollte, als wenn das möglich gewesen wäre. Endlich kam sein Gesicht zum Vorschein, ein fahles, vor Todesangst ganz verzerrtes Gesicht. »Um Gottes Willen, Kapitän, was ist euch?« Er gab keine Aufklärung. Es war auch töricht, sie jetzt von ihm zu verlangen. Er stürzte davon, soweit ihm die schweren Bleisohlen ein Gehen erlaubten, glitt aus, schlug hin, raffte sich auf und verschwand in der Kajüte. Ich lief ihm nach. »Hinaus, hinaus, lasst mich allein!« Ich musste gehorchen. 10 Minuten später wurde ich vom Steward in die Kajüte gerufen. Paul hatte sich unterdessen des Taucherkostüms vollends entledigt, stürzte soeben ein großes Glas Selters mit Cognac hinab. Sein Gesicht war nicht mehr so verzerrt, aber noch fahl genug. »Robert, ich muss zu einem Menschen sprechen. Glaubst du an Gespenster? Glaubst du, dass Tote wiederkommen?« Er stieß es hervor, noch immer in furchtbarer Aufregung. »Nein«, entgegnete ich mit größter Bestimmtheit. »Ich auch nicht. Und doch, ich hab sie gesehen dort unten. Eveline, meine Frau. Und sie winkte mir. Winkte mir.« Er setzte sich an den Tisch und starrte vor sich hin. Dann beherrschte er sich und erzählte ganz ruhig. Unten angekommen hatte er eben in der Nähe des Ankers den Meeresboden abgeleuchtet. Der Blendstrahl drang etwa 3 Meter durchs Wasser. Er konnte den Ring nicht erblicken. Ich war einmal niedergekniet, richtete mich wieder auf, drehte mich um und da sehe ich 3 Meter von mir entfernt ein Weib stehen, von einem grünen Schleier umflossen, so wie sich auch Eveline immer zu kleiden liebte, wenn sie zu ihrem Vergnügen eine Seenixe darstellte, was sie öfters zu tun liebte. Aber auch ihre Haare, die im Wasser hin und her schwebten, sind jetzt ganz grün. So steht sie aufrecht da, und es ist Eveline, wie sie leibt und lebt. Ich erkenne jeden Zug in ihrem weißen Gesicht, und sie winkt mir mit der erhobenen Hand, winkt mir. Wenn er daran glaubte, so war seine wieder aufbrechende, furchtbare Aufregung begreiflich. Ich blieb möglichst kühl. »Wie lange hast du sie beobachtet?« »Ich weiß nicht.« Und dann verschwand sie, dann schrie ich ins Telefon, floh nach oben, und als sie nicht mehr von dem Lichtstrahl getroffen wurde, musste sie ja verschwinden. »Du hattest sie wirklich im Lichtschein deiner Laterne?« »Ganz deutlich. Du hast natürlich nur eine Vision gehabt. Du hast während dieser 8 Tage so wenig geschlafen, musst ja total erschöpft sein. Und dann, sagtest du nicht, dass heute der Todestag deiner Frau sei?« »Heute, vor einem Jahr war es.« »Ja«, murmelte er. »Natürlich, es war nur eine Vision. Aber dieses seltsame Zusammentreffen. Ich habe mein leichtsinnig gegebenes Wort, einen Schwur gebrochen.« »Was für einen Schwur?« fragte ich gespannt. »Ach, Robert, meine Ehe war keine so glückliche, wie sie hätte sein können. Weißt du, sie war ja ein gutes Mädchen und wurde eine gute Frau. Aber voller Launen war sie, fantastisch im höchsten Grade. Sie war an Bord geboren, an Bord groß geworden. Sie hielt das Schiff oder vielmehr das Meer für ihre wahre Heimat, fühlte sich gewissermaßen als Seenixe. Sie ließ sich, gerade wenn die ärgsten Sturzseen überkamen, oft an den Mast festbinden, in der Nacht, wenn das Wasser phosphorizierte. Und da sang und deklamierte sie, da war sie die Meerkönigin. Es war ja Spielerei, aber sie nahm es für ernst. Sie behauptete, sobald sie einen Fuß an Land setze, müsse sie sterben. Sie hatte auch tatsächlich nie festes Land betreten. Auch unsere Hochzeit fand an Bord statt. Und nun noch eine ganze Masse solcher Schrullen. Ich habe einen Mann gekannt, der hatte eine hübsche junge Frau.
sonst ganz vernünftig, nur sehr rührselig. Die kannte kein größeres Vergnügen, als von ihrem einstmaligen Leichenbegängnis zu sprechen, alles so recht schön auszumalen, wie Eltern und Verwandte weinend am Grabhügel stehen, wenn sich ihr Sarg hinabsenkt. Sie bedauerte nur, dass sie dann nicht selber mit dabei stehen und weinen konnte. Schrecklich, solch eine Frau. So ein Mann ist zu bedauern. Und meine Eveline hatte ganz genau dieselbe Manie, nur in einem anderen Genre. So in jugendlicher Schönheit dahinsterben, natürlich auf oder im Meere, so im Meer dahinschweben bis in alle Ewigkeit, unsterblich im Fleische, zum Meerweibe geworden. Das musste doch herrlich sein. Und dann sagte sie jedes Mal, und nicht wahr, Paul, wenn ich tot bin, mein Grab im Meer gefunden hab, aber nicht etwa in Segeltuch genäht und auf ein Brett genagelt und mit einem Kohlensack beschwert, dann folgst du mir nach, nicht wahr? Du wirst ohne mich nicht mehr leben können. Du stürzest dich mir nach, bringst nur noch das Schiff nach dem nächsten Hafen, dann folgst du mir nach, auf dass wir vereint im herrlichen Meere umherschweben können als freie Seegeister. Nicht wahr, Paul? Das tust du. Und da ließ sie, noch als meine Braut, nicht locker. Ich musste ihr mein Wort geben, musste es ihr zuschwören. Und was tatest du? Fragte ich erschrocken. Was tut man nicht als verliebter Mensch? Sie ließ nicht locker, bis ich ihr lachend das Versprechen gab. Sie wollte es ernst genommen haben. Ich sollte schwören. Ich tat ihr den Gefallen. Ich wollte sie mir schon noch erziehen, wenn sie nur erst meine Frau war. Aber es gelang mir nicht. Eine gute, herzige Frau, die mir alles von den Augen absah, nur für mich lebte. Aber von ihrem Wahne konnte ich sie nicht abbringen. Und dann immer und immer wieder das Erinnern an mein Versprechen. Ich wurde schließlich ärgerlich und grob. Sie weinte. Da war ich wieder besiegt. Ich sprach von unseren Kindern, was denn aus denen werden sollte, wenn ich ihr in den Tod folgte. Ja, aber wir hatten ja noch keine Kinder. Und sie behauptete einfach, sie wisse bestimmt, sie bekomme keine. Sonst eigentlich ein wirklich heiterer Charakter, aber dieser Wahn, ach, wie hat mich das alles gequält. Paul stützte die Arme auf den Tisch und legte die Hände vors Gesicht. Ich konnte ihn nur bemitleiden. Heute vor einem Jahr, fuhr er dann leise fort, befanden wir uns auf der Höhe von Trinidad. Das schönste Wetter, wohl hohe See, aber kein Überkommen. Eveline stand hinten am Heck. Da rollte eine mächtige Woge heran, der Flutwelle vorausgehend. Ich sah sie rechtzeitig kommen. Sie musste als Sturzsee übergehen. Ich schrie. Eveline hörte es nicht, sah nichts. Ich sprang mit beiden Füßen von der Brücke, stürzte nach hinten. Da stürzte das Wasser schon über. Ich konnte mich gerade noch an den Wanten halten. Als ich wieder auftauchte, da sah ich sie treiben, schon weit vom Schiff. Noch einmal hob sie den Arm und winkte mir. Er konnte nicht weitersprechen und ich fragte natürlich nicht erst, ob denn kein Boot ausgesetzt worden sei. Ich war doch selbst Seemann. Und heute, an ihrem Todestage, fällt mir der Trauring vom Finger. Ja, ein merkwürdiges Zusammentreffen, sagte ich ruhig. Und da erscheint sie mir und winkt mir, genauso wie damals. Sie hat wohl nur die arme Hilfe flehend ausgestreckt. Und winkt mir. Sage, muss ich denn meinen Schwur halten? Um Gottes Willen, rief ich, was denkst du? Ich weiß es selbst. Es war schwach, furchtbar schwach von mir, dass ich nachgab, wenn es anfangs auch nur Scherz war. Ich bin der Menschheit andere Pflichten schuldig, als ein leichtsinnig gegebenes, unsinniges Versprechen zu halten. Dachtest du denn daran, als du vorhin den Ring suchtest? Ja, natürlich dachte ich an all das, erklärte er. So ist die Vision eben entstanden. Komm, hilf mir, dass ich die Bleistiefel wieder anziehe. Du willst doch nicht nochmals hinab, rief ich erschrocken. Er sah mich groß an. Warum denn nicht? Es war doch nur eine Vision. Oder denkst du, ich glaube an Gespenster? Nein, ich will meinen Ring wieder haben.
Captain Paul Müller kann wohl einmal erschrecken, aber so etwas wie Furcht gibt's nicht. Lass alles wieder in Ordnung bringen, ich gehe nochmals hinab. Aber es sollte nichts daraus werden. Die Flut hatte eingesetzt, das Schiff war abgetrieben, ehe der Anker gefasst hatte. Jetzt konnte jene Stelle gar nicht mehr bestimmt werden. Paul wäre trotzdem noch einmal getaucht. Allein er musste schließlich das Vergebliche solchen Beginnens selbst einsehen. Wir gingen in den Hafen von Kolare, löschten innerhalb 4 Tage die Ladung, nahmen Ballast und bekamen Order nach Buenos Aires. Seit 7 Tagen befanden wir uns wieder auf hoher See. Immer war gutes Wetter. Der Kapitän konnte den versäumten Schlaf nachholen. Er bekam schnell sein früheres, gesundes Aussehen wieder. Es war früher Nachmittag, ich hatte Wache. Der Bootsmann meldete, dass das Patentlock nicht mehr funktioniere. Es ist dies eine Art von Uhr, hinten am Heck angebracht. Eine an einem Seil nachschleifende Schraube dreht sich durch den Widerstand des Wassers, dreht auch das Seil mit. In der Uhr werden dadurch Räder gerückt, Zeiger melden die gefahrenen Knoten. Die Zeiger rückten nicht mehr. Der Kapitän ging selbst hin. Ich holte eine neue Uhr aus dem Kartenhause. Wie ich mittschiffs unter der Brücke hervorkomme, sehe ich den Kapitän alleine hinten an der Bordwand stehen. Mit ausgestrecktem Arm höre ich ihn einen lauten Schrei ausstoßen. Mit 2 Sätzen war ich dort. Da war sie wieder, Eveline, und sie winkte mir. Ganz außer sich war er. Wieder wollte er sie ganz deutlich gesehen haben, hinten im Kielwasser, zwar nicht mit dem Kopf herauskommend, aber doch ganz, ganz deutlich sichtbar, mit dem grünen Kleid, mit dem grünen, nachschwebenden Haare, immer ihm zuwinkend. Lange wollte er sie so gesehen haben, ein Zeitmaß fehlte freilich, und diesmal im hellsten Sonnenscheine. Er ließ sich nicht davon abbringen. Vision soll es wieder gewesen sein? Bin ich denn ein wahnsinniger Narr? Lasst euch doch nicht auslachen, Steuermann. Er ließ mich stehen. Jetzt wurde mir die Sache doch bedenklich. Paul sah doch gerade jetzt so gesund aus, hatte auch sonst nicht die geringste Spur von Nervosität gezeigt. Was sollte man davon denken? Er blieb den ganzen Tag unsichtbar, kam erst des Nachts wieder auf die Brücke. Ihr denkt natürlich immer, es wäre wieder nur eine Vision gewesen, begann er. Was soll denn? Schon gut, eine Erklärung kann ich nicht geben, aber gesehen habe ich sie doch. Schon bei Sonnenaufgang stellte er sich am anderen Morgen wieder ein, als ich abermals Wache hatte. Jetzt sah er wieder recht schlecht aus, sehr hohläugig, mochte nicht geschlafen haben, sagte aber das Gegenteil. Heute Nacht, begann er von selbst, ist sie mir im Traume erschienen. Nun käme sie nur noch einmal, erklärte sie, dann aber würde sie mich auch holen, ob ich nun wolle oder nicht. Glaubst du an solchen Unsinn, Robert? Er lachte grimmig. Dieses Lachen gefiel mir gar nicht, so wenig wie sein Aussehen, wie sein ganzes Benehmen. Da brach etwas an der Maschine. Die Reparatur musste einige Stunden in Anspruch nehmen. Da! Schrien plötzlich einige Matrosen, über die Steuerbordreling deutend. Ein Seegespenst, eine Wassernixe! Ich sprang an die Bordwand. Was soll ich sagen? Da schwebte dort unten im Wasser ein Weib, von einem grünen Gewand umgaukelt, um den Kopf grüne Haare. Sie blickte zu uns empor, den rechten Arm erhebend. Der Kopf ist vielleicht noch einen halben Meter unter dem Wasserspiegel, die ganze Gestalt aber bis zu den Füßen vollkommen sichtbar. Wir waren an die 20 Mann, die den Spuk sahen. Sie schien wieder zu verschwinden, immer winkend. »Himmel und Hölle, jetzt mach ich dem Teufelsspuk ein Ende!« »So oder so«, knirschte es da neben mir. Es war der Kapitän, und da sauste er auch schon im weiten Hechtsprunge über die Brüstung weg, direkt auf die Gestalt zu. Und er hatte sie.
Ich sah ganz deutlich, wie er die Arme um sie schlang und sie auch die ihren um ihn. Oder doch den einen. Dann aber waren die beiden auch gleich in die Tiefe gegangen, waren sofort verschwunden. Der Kapitän kam nicht wieder. Lange dauerte unser entsetztes Starren freilich nicht. Ein Boot wurde ausgesetzt, mit Stangen und mit Haken, an langen Seilen gefischt, und wir brachten sie wirklich herauf. Sie, das Meerweib. Und was war es? Eine hölzerne Galionsfigur, wie eine solche noch heute fast jedes Segelschiff vorne am Bugspriet führt, meist den Schiffsnamen symbolisierend. Das hier war ein Weib von menschlicher Größe, oder noch etwas größer, hatte den rechten Arm ausgestreckt, der aber am Ellenbogen gebrochen war. Der Unterarm mit der Hand hing nur noch durch einen Holzspan mit dem Ganzen zusammen, daher bei der leisesten Wasserbewegung die winkende Bewegung des Armes. Und mit unserem Schiff war die Figur mit einem langen Strick verbunden, der sich wahrscheinlich am Kupferbeschlag des Kiels festgeklemmt hatte. Das Holz hatte sich vollgesaugt, schwebte eben noch im Wasser. Das grüne Gewand war Seetang, der sich auch in den Rillen der hölzernen Locken festgesetzt hatte. Die abgebrochene Galionsfigur hatte sich uns offenbar irgendwo angeheftet, vielleicht erst auf der Rede von Kolare. Jedenfalls hatte der Kapitän schon dort beim Tauchen sie erblickt. Gestern hatte er die nachgeschleifte Figur hinten im Kielwasser gesehen, und heute tauchte sie vor unser aller Blicken auf. Ja, nun war alles erklärt. Und der Kapitän? Der war weg. Er tauchte nicht von selber wieder auf. Wir fischten ihn auch nicht auf. Ende von Das Seegespenst von Robert Kraft, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.